stand gerade in der Schlange von der Bank, wollte ein Girokonto eröffnen. Und dann sage ich, warum komme ich denn nicht dran? Alle werden vorgelassen, nur ich nicht. Ja? Und dann sage ich irgendwann zu dem Bankbearbeiter, hallo, warum werden alle vorgelassen? Und dann sagt er, pack deinen Hammer und Sichel ein. Wirklich? Deutschland 2023. Ich dachte, Antikapitalismus ist kein Thema mehr, aber wirklich, wirklich, es gibt hier ein Video über einen Kollegen, Gil Oferim, und es wird hier ein Titel von mir gemobst. Also ich habe es ja nicht erfunden, diese Wortfolge hier, aber schon ein bisschen geprägt. Ne? Und jetzt kommt hier mein geschätzter Kollege Just Nero rein und sagt auch, lösch dich Gil Oferim. Ich glaube, es gibt noch mehr YouTuber, die anderen sagen, dass sie sich löschen sollen. Das habe ich schon häufiger mitbekommen, dass das viele Leute machen. Finde ich auch schlimm. Endlich wird Weihnachten noch gut. Wird noch gut, ja, glaube ich auch. Machen wir hier rein? Gucken, da wird hier bestimmt über... Kurze Frage wegen des Matata-Statements. Ich bin mit meiner Notizliste fertig und die Stichpunkte... Kann man das überspringen? ...sind so lang wie ein Rio. Ja, ne? Einfach und durchgehen. Na, mach ich. Sicherlich wird fast jedem von euch Gil Oferim ein Begriff sein. Kenn ich. Nicht, empfehle ich bei Gelegenheit, den Stein zu lüften, unter dem ihr lebt. Die Causa Oferim ist nämlich so viral gegangen, dass man sich schon echt anstrengen müsste, davon nichts mitbekommen zu haben. Ist vielleicht noch mehr drin, so, was ich noch nicht kenne. Da wird sich auch aufgeregt. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen langweilig eigentlich, mir jetzt hier alleine so Videos anzugucken. Also vielleicht wäre das noch cool, wenn man irgendwen anders hätte, so Sinan oder so. Der ist, glaube ich, ein Stück weg, aber ich weiß nicht, die anderen sind alle Spinner irgendwie auch, oder? Also wen gibt's denn da sonst noch? Habt ihr eine Idee, so wen guckt ihr sonst noch, der sich so Videos anguckt? Habt ihr Erwin? Vielleicht habe ich Erwin zu Besuch, oder ich könnte auch Dara anrufen, ne? Soll ich machen? Faust? Ich weiß nicht, irgendwie passt es auch nicht. Ne? Erwin und Sinan guckt ihr immer. ARD, Jakob. Jakob geht mir auf den Sack. Ist auch so ein Emote von dem, ne? Ist hier so Jay Riddle-Emote. Alter, der ist... Ah, weiß ich nicht. Ganz schwieriger Typ. Ich habe auch gehört, der sitzt manchmal bei anderen Streamern mit drin. Die gefallen mir gar nicht. Also... Hi, wir haben gerade von dir geredet. Ja, ich hoffe, ihr habt nur gut über mich geredet, ne? Was für ein Joke. Ich habe scheiße geschauspielt, in der Probe lief das besser. Ja. Ich wusste keine gute Überleitung, ich kenne ja auch das Video noch gar nicht. Aber warte, ich muss dich mal anschließen. Ich habe auch ehrlich gesagt überlegt, ob ich den Chokeslam durchziehe. Also das war dann doch ein bisschen zu frech. Aber dann müssen wir erstmal diese Matratze hinlegen und dann zack. Und dann muss ich noch die Kamera und dann ist alles voll umständlich, ne? Ja, es ist wahrscheinlich umständlich. Außerdem sagen wir immer, probiert bitte nicht zu Hause. Ja, ist gefährlich, was wir hier machen im Internet. Aber wir sind ja Profis, ne? Wir sind fast sowas wie Profis. Ahu. Bist du eigentlich Italiener oder warum ist da an deiner Maske so ein Italien-Symbol? Das war die teuerste Maske, die ich gefunden habe tatsächlich. Ja, einfach, ne? Seitdem YouTube läuft, ne? Kann man, ist das hier auf beiden? Ach, das ist auf beiden Seiten. Ach, das weißt du gar nicht. Ne, es ist mir. Doch. Funktionieren die gut überhaupt? Das ist doch nicht FFP2, ne? Das ist nur Stoff. Nee, also die Problematik war, als ich angefangen habe, hatte ich noch eine andere Maske. Aber die war auch nicht so schön und die ist wirklich dafür da, dass man unter der 5-6 Stunden arbeiten kann. Weil damals wurdest du ja gezwungen, das zu tragen, auch beim Arbeiten. Wenn du zum Beispiel bei Amazon den ganzen Tag irgendwelche Logistikpakete hin und her geschleppt hast, ist doof mit so einer normalen... Wie du das vorher gemacht hast, bevor du nicht YouTube lief. Ne? Richtig, genau. Und mit der soll das wohl ein bisschen entspannter sein. Ja? Da kann man besser drin atmen. Geil. Mit dem bin ich sehr zufrieden. Ja, ja, wollen wir, CO2 wollen wir hier in Nero Gil Oferim rein? Findest du gut? Das können wir machen. Warum liegt hier Stroh? Hast du noch nie gehört, ne? Nee. Ist lustig, ne? Warum bläst du mir nicht einfach rein? Soll ich jetzt? Ja, gerne. Ist ja mein Kanal, ne? Stimmt. Wenn das, ich will aber nicht da verantwortlich sein, dass noch eine Person gebannt wird. Das war, du hast schon mal... ja. Nee. Das letzte Mal, als ich bei wem zu Gast im Stream war, der hat keinen Twitch mehr, schätze ich. War das... Oh, also, hätte ich mir das zweimal verlegen sollen? Also diesen Bierkrug hier, der sollte heute vielleicht auch mit Wasser gefüllt bleiben, Leute, ne? Das ist Wodka. Ja, okay, gut. Pass auf. Oh, Manometer.
Kann man mich gut hören jetzt? Ist das an? Test, test, test. Ich glaube, das an. Also wenn wir beide jetzt Sex haben hier im Stream, dann werden wir aber, glaube ich, schon beide gebannt. Ne? Also ich glaube, wenn ich Scheiße baue und du sitzt unter dem und sagst, ich glaube, ich müsste zumindest meine Maske dann wechseln. Aber wenn wir consensual Sex machen miteinander, dann kriegen wir beide, ne? Weil wir wissen ja beide, dass wir hier Mist machen. Aber warte mal, theoretisch, wenn du jetzt wen anders einladen würdest, der meine Jacke und das hier trägt, und du würdest mit dieser Person Sex haben, würde ich dann gebannt werden auf meinem Channel? Ich weiß nicht, wenn alle glauben, dass du das bist, wenn die sagen, diese Stirn- und Augenbrauenpartie und so reicht aus. Oh, schwierig, schwierig. Also wenn ich da jetzt 10 an 10 setze und das anziehe, dann sieht man es, glaube ich. Dann sieht man, glaube ich, dass du das nicht bist. Oh, nee, ey. Ja, weiß ich ja nicht. Also, als ob sich die Twitch-Leute, also jetzt nichts gegen Twitch, wenn wir zuhört, aber als ob sich die richtig informieren. Na, also wenn die mich jetzt angucken würden und sagen, Jacke passt, Brille passt, das passt, das sind 80%, dafür würde ich mich bannen. Ich glaube, ich könnte das könnte ich zusammenstellen, oder? Ja, also, findet man irgendwo, so eine Maske muss ja nicht genau die gleiche sein, so eine Brille kriegt man auch irgendwo her. Absolut. Kann ich das ja auch einfach machen, oder? Theoretisch schon. Ich ziehe mir das an und dann machst du nur Scheiße. Kannst auch mit dir selbst Sex haben dann, und dann würde es schon irgendwie laufen, ne? Ja, oder so Politik, ich mach so einen Kanal, ich nenne den Jay Riddle 2, und setze ich mich da hin und sage, so Leute, heute Nahostkonflikt. Oh nein. Und dann fällt dir das auf die Füße. So schlimm war doch Hitler gar nicht. Nationalsozialismus irgendwie in Ernennung mit Adolf Hitler, soweit alles in Ordnung? Nee, das war Leroy. Also. Ja, da war ja was. Naja, aber woher wisst ihr Goofies das denn? Willst du den Knopf drücken? Welchen Knopf? Weiß nicht, ich dachte, du willst einen Goofy-Knopf drücken vielleicht. Ach, den hast hier du? Hier kannst du zum Beispiel... Woher weißt du Goofy das denn? Das war klar, dass du das hast. Ja, ist schön, ne? Ich habe halt inzwischen so viele, dass die in irgendwelchen Ordner versteckt sind. Und hier habe ich halt nur so die wichtigsten. Ach, ich finde das geil, wie sich der Chat jetzt schon distanziert. Leute, das wird noch schlimmer. Das wird noch schlimmer heute. Es wird gefragt, ob du Gelbsucht hast. Du sitzt nur näher am Scheinwerfer, ja, deswegen sieht das so ein bisschen komisch aus. So außer dem Licht, ne? Wie ein Simpson. Simpsons. Distanzieren. Das ist von dir, ne? Das Emotes. Ist von mir leider, genau, richtig. Das sind tatsächlich Subs von dir hier im Chat. Ja, krass. Läuft. Wobei ich glaube, das ist sogar das Gratis-Ding. Also es gibt bei mir auch was gratis zu holen, ja? Na, das ist, ach, nicht, man kann sich gratis holen. Distanzieren. Das ist einfach nur, dass man followt. Richtig, genau. Geil, man kann ja bis zu 5 Emotes machen und ich glaube, 4 davon habe ich mit Distanzieren vollgeballert. Geil. Hier bin ich, ne, in wütend. Reicht ihr euch jetzt die Hände? Das kann ich leider nicht tun, weil er ist ja ein rechter Hetzer, bekanntlich. Du hast halt auch Angst vor Corona, deswegen hast du ja die Maske an. Deswegen, wenn ich dir die Hand gebe, dann steckst du dich noch an. Es ist insgesamt schwierig, Leute, ne? Ja. Es ist insgesamt schwierig. Hast du schon so Kommentare bekommen eigentlich, dass du ein Schlafschaf bist oder so? Oder hat es aufgehört inzwischen? Ich überlege gerade. Also ich glaube, ich habe relativ, das klingt komisch, aber ich habe relativ wenig negative Kommentare bekommen. Also eine Zeit lang war so eine Maske ja so ein richtiges Symbol einfach. Du hast teilweise, also ich bin sogar mal in den Supermarkt reingegangen mit einer Maske auf. Ja. Und kam raus und dann kam so ein wütender älterer Mann zu mir und hat gesagt, sag mal, darf ich mal, also nicht böse gemeint, ne, aber machst du die Maske noch auf, man muss die doch nicht mehr. Und okay. Weiß nicht, Gewohnheit und so, ja, du kannst sie jetzt auch absetzen. Und ich dachte, wow, lass die Leute doch das machen, wie sie wollen. Okay, so welche Kommentare habe ich aber auch schon bekommen. Das, in real life. Da wird es dann meistens als Maulkorb. Merkel-Maulkorb. Genau. Warum trägst du nun Maulkorb? Stimmt, die Leute sind so unnötig sauer manchmal. Ganz komisch. Aber gut. Ja. Ach, Leute. Ja, geil. Also sollen wir unnötig sauer auf Gil Oferim sein? Lass mal unnötig sauer Achtung auf den Rage. Typen sein. Guck mal hier. Die Lügen des Gil Oferim in Klammern. Achtung, Rage. Das ist wieder so wie so eine Warnung. Ja. Achtung, ich könnte mich aufregen. Ne, wie so eine Triggerwarnung. Und du weißt, das zieht einfach Zuschauer. Das ist einfach, wenn man sagt, Achtung, es könnte ab 16 sein. Ich könnte mich vielleicht aufregen. Ne? Also wenn ihr es nicht ertragen könnt, dann macht aus. Aber du weißt eigentlich, Zuschauerzahlen doppelt so hoch. Richtig. Alle was wollen, denkst dass du? Es sich aufregt. Was denkst du, warum ich von meinen Videos am Anfang immer geschrieben habe, Achtung, es wird politisch unkorrekt. Ja, weil dann wollen, gut, ne? weil dann wollen die Leute, selbst die darauf achten, dranbleiben, um zu gucken, um mich dann irgendwie für irgendwas zu basten. Und wenn sie mich basten, kann ich sagen, ey, ich hab's doch vorher gesagt. Die haben dann schon ihr OBS auf, um kleine Ausschnitte aufzunehmen. Und dann wollen die zu Twitter und sagen, bei 3 Minuten 75, da hat, 75 gibt's gar nicht, aber da hat Jay Riddle, bekannt aus folgenden anderen Streams, da hat er das gesagt. Und es ist Ableismus und Sanism und das ist nicht okay. Ach, ich finde dieses Dave Ocelot-Shaming nicht cool. Hast du ihn gerade Ocelot genannt? Nein, Ocelot. Ach so. Ja gut, lass mich hier rein. Achtung, Rage. Alter, guck mal, ich krieg hier Moneten rein von Sammy, dankeschön. Wann bin ich mal wieder Gast? Hier, dann können wir den jungen Typen neben dir abfüllen, XD.
Geld, 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 Geld. Hä, warte, das waren andere Texte. Ach so, der hat einfach zwei, hat einmal gezappt und dann hat er einmal noch Geld hinterher geworfen. D beziehungsweise. Würde es überstehen? XD. Da scheppert die Scheiße. Was ist denn das? Chilitat Sting? Tasting. Ach so, ich würde es nicht überstehen. Also ist auch ein bisschen doof mit Maske, so. Du müsstest dann immer so drunter schieben. Ja, ich esse die Maske gleich mit. Aber, also. Danke sehr, Zenny. Danke sehr, Power Cool, Cool Power Max. Ist immer ein bisschen nervig. Ich mache jetzt Leute hier auf Pause, weil sonst sitzen wir hier noch Stunden. Ich mache dir hinterher einfach wieder an. Also, Zenny hat, der macht Bier-Tastings und Chili-Tastings. Der züchtet selber so Chilis und er hat uns so mal so Carolina Reaper mitgenommen und sowas. Um Gottes Willen, das würde ich nicht überleben, safe nicht. Und dann haben wir so Chilis gegessen, so Stückchen, und haben irgendwie verschiedene Biersorten getrunken und so. Am Ende waren wir angetrunken und haben einen brennenden Hals gehabt. Oh ja, und ein brennendes Arschloch dann irgendwann. Ja, den Tag danach, ne? Oder ja. Abend oder weiß ich nicht mehr. Aber es hat schon auch Spaß gemacht, war witzig. Lass mal hier Rage. Der Mann wird sauer. Los geht's. Oh, warte, hier. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde von euch eines Besseren belehrt und das haben doch viele nicht mitbekommen. Von mir. Bevor die Frage aufkommt, trotz seines Namens Gil, hat er übrigens nichts mit der Währung aus Final Fantasy zu tun. Ich verbitte mir Witze darüber hier. Jedenfalls erhob Ofarim vor knapp zwei Jahren schwerste Vorwürfe gegen das West Impact. Aber weißt du, was Gil ist? Ist das so eine Währung oder so? Ich habe keine Ahnung. Darf ich nicht, ist irgendwie ein Nerdwissen. Nein, irgendein Insider. Während er auf seinem Bordstein vor dem Hotel saß, hat er uns lang und breit erzählt, dass er nicht einchecken dürfe, außer er würde seine David-Sternkette ablegen. Dieser Stern ist halt ein jüdisches Glaubenssymbol und jemandem deshalb den Eintritt in ein Hotel zu verwehren als Rezeptionist. Meinst du, weiß das jemand nicht? Ich glaube, er probiert wirklich jeden abzuholen. Wirklich, wirklich jeden Vollidioten, glaube ich. Will er wirklich mitnehmen. Und ich finde, das ist auch... Ist auch gut, ja, muss auch ist auch irgendwo eine ehrenvolle Mission, dass er sich das zur Aufgabe genommen hat. Hat generell, aber besonders in Deutschland, einen wahnsinnig ekelhaften Geschmack. Und warum? Was? Warum das einen ekelhaften Beigeschmack hat? Ja, das ist ja das Problem, weil wir ja so eine riesige Geschichte haben. Hatte Twitter, den, ne? Mit den Jüden. Genau. Stimmt, genau. Aber das war ja doch ein Österreicher. Stimmt! Wollen wir die nicht mal wieder mit ins Boot eigentlich? Na komm. Die müssen schon auch Ärger kriegen. Aber ich finde auch von mir aus beide. Wenn wir schon mal dabei sind. Ekelhaften Geschmack, wahnsinnig. Und das schreibt er auf meine schöne Flagge drauf. Das gibt's aber wohl nicht. Du kannst hier übrigens auch drücken, ne? Wurde das zum riesigen Skandal. Dessen war er sich auch voll bewusst. Die Medien haben Wochen und Monate lang rauf und runter berichtet. Wie soll man denn die Videos sehen, wenn Imp schon wieder live ist? Ja, später. Ich habe wieder hier Pause weggedrückt. Danke, Blazing Ben. Ich habe in die Leertaste gedrückt und dann hat das die Alerts wieder unpaust. Whatever. Warum hat er jetzt... Findest du das nicht ein bisschen geschmacklos, dass der so dem Juden so Dollarzeichen in die Augen macht? Das ist ein Punkt. Just Nero, der dreckige Hetzer. Es geht also schon wieder los hier. Wirklich. Also ich weiß sonst halt nichts über Gil Ofarim, weil immer wenn er im Fernsehen ist, dann sagt er halt, ja, ich bin der Jude, hallo. Also das ist ja seine einzige Identität aktuell. Und dann... Um es nochmal zusammenzufassen, wir sind bei 1,25. Just Nero hat gegen Deutschland geschossen. Just Nero hat gegen Juden geschossen. Schlimm. Es wird kompliziert, dieses Video. Ja, also ich kenne auch sonst Juden, da weiß man das in der Öffentlichkeit gar nicht so richtig. Ja. Aber bei manchen Leuten, ne, also bei Gil, ist das ja irgendwie das Einzige, was man über ihn weiß. Ich kenne auch kein Lied von dem. Der ist ja irgendwie Musiker, aber kennst du Musik von dem? Ach so, der macht Musik. Ich dachte, der ist Jude. Ja, das... Ich glaube, wirklich so. Also ich dachte, er ist hauptberuflich Jude, dachte ich. Inzwischen schon, ja. Das ist so wie diese Prominenten, die früher mal in einer Fernsehsendung waren oder Musiker oder so. Und irgendwann sind die nur noch in so Game-Shows zu Gast. Die sind professionelle Prominente dann nur noch. Und er ist, glaube ich, auch sowas. Also ich kenne keinen, der ein Lied von ihm kennt, glaube ich. Ich auch nicht. Also ich kenne, keine Ahnung. Man sagt immer, der Musiker, aber die Musik, weiß ich nicht. Hört sie sich jemand an? Aber lass mal nochmal hier zurück, was? Auch voll bewusst. Die Medien haben Wochen und Monate lang rauf und runter berichtet. Gil Ofarim konnte sich quasi gar nicht mehr vor Auftritten retten und war Dauergast in sämtlichen Talkshows. Alleine zwei... Aber du hast da, glaube ich, nie ein Lied gespielt, ne? Hat immer nur geredet. Ja, auch. Aber bei SternTV zu dem Thema, innerhalb eines Monats jeweils am 6. und am 20. Oktober 2021. Anders gesagt, noch nie in seinem Leben hat dieser Kasper so einen Hype, so viel Erfolg und so viel generelle Bekanntheit gehabt. Und das hat er so richtig genossen. Wie selbst. Ja, aber geil ist jetzt nicht, ne? Also tauschen würde ich nicht wollen mit dem. Jetzt nicht mehr, ne? jetzt definitiv nicht mehr, nein. Das war ja eigentlich schon relativ, das stand ja schon relativ früh im Raum, dass er sich das ausgedacht hat mit den Kameraaufnahmen und so, ne? Also da.
Ja, aber ich glaube, der wird sich am Anfang, so den ersten paar Tagen, der wird sich so sicher gefühlt haben noch. Der dachte sich, oh, in Deutschland, Safe Call, kann man machen, kriege ich ein bisschen Publicity, kriege ich das hier, da. Ne? Aber es ist ja richtig nach hinten losgegangen. Und irgendwann ist dir mal aufgefallen, in der Hotellobby, da sind ja vielleicht Kameras. Und dann ist halt blöd, weil man den dann filmt, wie er den Stern gar nicht umhat. Das ist vielleicht ein bisschen doof. Schwierig. Ich habe hinterher auch ein paar Reaktionen gehört. Also es gab Leute, die haben ja direkt geglaubt. Ja. Dann haben auch manche inzwischen gesagt, okay, das war dumm, direkt einfach zu glauben, bevor man erstmal abwartet, was rauskommt. Ja. Und die einzigen, die ich bisher gehört habe, die jetzt noch sagen, nee, seine Version stimmt doch, obwohl er zugegeben hat, dass er gelogen hat, sind die Lobos. Also richtig. Nicht so direkt, aber Sascha und Jule Lobo haben wohl gesagt, ja, also der hat schon Antisemitismus erfahren, weil der hatte den Stern ja schon dabei. Ah, also er hatte ah. das nicht im Hals gehabt, aber der hatte den ja. Aber das fühlt man ja dann in der Hosentasche oder so. Das fühlt man ja auch, wenn er dabei ist. Ja, ne, was haben wir daraus gelernt? Das hat uns auch Karl letztlich nochmal gesagt und Sinan. Ne, wir dürfen Leute nicht vorverurteilen. Und da haben wir ja auch ne, letztlich noch drüber gesprochen. Ja, Karl hat gesagt, warte, wo ist denn das? Ist das in einem anderen Ordner? Warte, Karl hat gesagt, wir haben es hier auf Band. Was bist denn du für ein widerlicher Hurensohn, Alter? Du dämlicher Schimmelkopf, ey. Das hat er gesagt, weil Sinan gesagt hat, Vorverurteilung ist dumm. Ja, was ist das auch für ein wilder rechter Take? Ja. Unfassbar. Kann man nicht machen. Direkt drauf. Das gefällig er sich gegeben hat und sich dabei den Bauch pinseln ließ. Dieses sich selbst als Opfer zu inszenieren und dabei so viel Zuspruch und Beistand zu bekommen, das war einfach voll sein Ding. Er hat das komplett ausgeschlachtet. Das war keine kurzweilige Angelegenheit, sondern hat die Zeit komplett überdauert. Ihr ahnt nicht, wie viele Menschen sich mit ihm solidarisiert haben, was sich grundsätzlich auch gut heißen würde, weil sich gegen Antisemitismus zu positionieren, ist eine wichtige Sache. Das sollte man schon tun, ne? Nach einiger Zeit. Machst du das? Täglich eigentlich. Ich auch, ja. Einmal am Tag Minimum. Ne? Bald kam aber Zweifel auf. Das gehört auf, zu meiner Morgenroutine quasi, ne? Ich auch. Jeden Morgen einmal distanzieren, positionieren. Gegen Antisemitismus positionieren. Ich bin gegen alles, was Leuten schlecht tut. Ja. Also wenn man gegen Menschen, gegen Tiere irgendwas ist, ich bin da immer dagegen. Ja. Nicht gut. Okay. Ja, würde ich mitgehen, doch. Ich dachte, du bist das reine Böse, jetzt doch nicht? Ich dachte, wir machen so eine kontroverse Diskussion. Ach oder so. Der eine sagt so. Ich sag, ich bin gegen Judenfeindlichkeit, jetzt musst du die Gegenposition. Okay, das können wir heute einfach mal just davon so machen. Du machst die eine Position, ich mache auf Krampf immer die andere Position. Ja gut, du hast eine Maske auf. Ne? Ich meine, ist ja dein Stream, du bist ja gebannt. Wir lieben alle Menschen. Ja, richtig. Ich hasse alle Menschen. Außer Gelofer festgestellt wurden, was aber nichts daran geändert hat, dass der überwiegende Teil immer noch hinter ihm stand und Leute. Ist das von dir? Keine Ahnung, hat er vielleicht mal bei mir gesehen. Der guckt auch meine Videos, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er mir das, also dass er das von mir hat. Nero guckt viel Videos, ne? Ich habe von dem so mitbekommen. Der hat, der guckt, glaube ich, viel YouTube. Das war ganz cool. Ich habe den ja das erste Mal getroffen auf so einer Feier von KuchenTV. Mhm. Und der kam dann da auf mich zu, beziehungsweise er kam gerade an. Und dann hat er auch zuerst gesagt, hier, ich kenne deine Videos. Hat mich unnormal gefreut, das einfach geil. Zu hören. Ne, weil zu dem Zeitpunkt war ich ja noch unter 10.000 Abos. Ja, also, ich hätte nie im Leben gedacht, dass der meine Videos guckt. Ja, kenne ich aber auch sowas. Auf einmal kennen einen alle. Manchmal, ich bin auch damals, als ich bei der Gamescom war, haben mich auch voll viele angelabert, die irgendwie bekannt sind, die mich kennen. Ach krass, wie viele Abos hattest du da? Meinst du? 5.000, 10.000 so. Ach krass, okay. Sowas. Und da waren auch größere, also die haben einen auch schon auf dem Schirm, die kennen irgendwie alles. Ach wild. Ja gut, die haben ja auch den ganzen Tag nichts zu tun, das sind ja hauptberufliche YouTuber. Das ist ja quasi Teil ihres Jobs, Teil von deren Job, dass die Videos gucken. Korrekt. Und sagen, es ist Recherche, ja. Ich arbeite hier. Richtig. Ja. Harte körperliche Arbeit. Skepsis gezeigt haben, teilweise brutal angegangen wurden. Trotz, dass es mit den Kameravideos, auf denen man den Stern nicht sehen konnte, belastbares Material gegen ihn gab. Ich werde mich in diesem Video hier wirklich zurückhalten müssen. Anfangs gucken, wann war das mit Gelofarim? Ungefähr 2 Jahre her, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall noch. Hier. Oh nein. Der hat das jedenfalls, der hat ein Lied drüber gemacht, das weiß ich noch, vor 2 Jahren. Hier, Willi hat ein Lied gesungen. Bill Gofarim? Ja, wo ist mein Stern? Es gab, glaube ich, mal irgendwie so ein Lied, da haben die gesungen, du bist mein Stern oder so. Jedenfalls, daher weiß ich, das war hier Überwachungskameraaufnahme, ne, wo man gesehen hat, hier, der hat nichts um. Oh nein. Ne, und das ist auch schon 2 Jahre her. Also der hat zwar jetzt erst zugegeben, dass er sich das ausgedacht hat, aber vor über 2 Jahren
haben wir auch schon gesagt, ey, warte mal, wir haben hier eine Kamera. Ist irgendwie, wo ist denn dein Stern? Man sieht den gar nicht. Scheiße. Und danach wurde er noch zu Interviews eingeladen, oder was? Ja, ja. Und dann und da wurde er nie darauf angesprochen, du hattest ja gar nicht einen Stern. Ich glaube schon manchmal, aber... Aber wie hat er sich denn da rausgeredet? Weiß ich nicht. Also das war, würde mich mal interessieren. Ich weiß auch gar nicht, ob der die ganzen 2 Jahre jetzt überall war. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das schon relativ früh angezweifelt wurde, die Story mit dem Stern. Und dann war der noch hier und da manchmal, dann manchmal nicht. Aber also ich glaube, der wird schon jetzt seit gut 2 Jahren als Lügner bezeichnet. Ach, krass. Und jetzt hat er halt final vor Gericht gesagt, ah Leute, ich habe ein bisschen hab ich vielleicht ausgedacht. Ah, okay, okay, gut. Ja, gut. Warte, ach, jetzt drücke hier die ganze Knöpfe. Glaubte auch ich ihm die Story, weil ich es nicht für möglich gehalten habe, dass es einen Influencer gibt, der so unsagbar dumm ist. So eine Lüge. Bitte. Er ist nicht davon ausgegangen, dass es Influencer gibt, die unsagbar dumm sind. Also da, ich glaube, der hat, also, das ist ein wilder Take. Das glaube ich ihm nicht. Also. Also, wir können ja mal abwechselnd welche aufzählen und gucken mal, wie weit wir kommen. Starten wir bei dir. Die so dumm sind wie Gil Oferim? Die dumm sind oder wenigstens auf dem Level. Simon Desue. Okay, Young Alpha. geht direkt hart los, ne? Ja, ja. Der Chat kann auch mitmachen sonst. Weiß nicht, Apo Red ist so ein bisschen auch so ähnlich, ne? Wie Gil Oferim. Der denkt sich auch immer so Sachen aus und lässt sich dann direkt basten. Ja. Dann sag ich Leon Mascher, der ist bestimmt auch auf dem Level wie Apo. Chat sagt Dara. kann man die fiese Lache jetzt einblenden? Warte, also Aline Bachmann ist schon auch ein guter Take, ne? Die Bachmann ist schon auch wild. Vor allem Nero ist doch voll drin, was Aline Bachmann angeht. Ich weiß nicht, von welchem. Ah, hier habe ich den hingepackt. Das diese Bösewicht-Lache ist so herrlich. Oh. Herr Winkler gibt's noch. Winkler, der war auch ganz schön doof. Stimmt. Oh, wen gibt's noch? Kopfsalat schreiben die, Leiter anschreiben die Leute hier. Na, der ist ja nicht direkt dumm. Nee, der ist nicht doof, aber der ist einfach so dein böser Zwilling, ne? Ja. Oder der gute Zwilling, man weiß es noch nicht so ganz. Bist du der Gute oder der Böse? Mal so. Also er muss dann immer die Gegenposition, ja, wie genau, bei uns genau. Jetzt. Ich kann den halt auch zum Glück cosplayen, ohne so eine Maske anzuziehen. Das ist auch ganz praktisch manchmal. Oh. Ich kann einfach ein Bild posten und sagen, könnt ihr glauben, was Neitan hier gesagt hat? Guter Punkt, Barello. Den kenne ich gar nicht, wer ist das? Barello ist so ein TikTok-Dulli. Was hat er gemacht? Der hat ganz viel dumme Sachen gemacht. Dazu hat, ich glaube, Juden hat so auch ein Video gemacht, oder? Zu Barello? Nee, Kuchen hat letztlich ein Video darüber gemacht. Der hat ganz, ganz viele dumme Sachen gemacht. Was waren so die stellvertretenden Sachen bei ihm? Ich kann mich auch nicht mehr so zu 100% dran erinnern. Aber der hat sich viel geleistet. Weiß nicht, da wird noch im Chat wird noch Jana aus Kassel gesagt. Keine Ahnung, wer das sein soll. Kennst du die gar nicht? Jana aus Kassel? Jana aus Kassel, kennst du nicht? Keine Ahnung. Die hat sich auf so einer Corona-Demo hingestellt, auf der Bühne, und hat gesagt, ah ja, hallo Leute, also, ich bin jetzt im Widerstand, ich fühle mich so wie Sophie Scholl damals. Ach, stimmt. Und dann hat so ein Ordner gesagt, sag mal, hast du sie noch alle? Und hat gesagt, ich mache hier keinen Ordner, wenn du so eine Scheiße erzählst. Ach, die. Und sie hat noch einen erzählt vom Weg, egal was kommt, ich werde mich hier nicht von meinem Weg abbringen lassen. Dann hat ein Ordner gesagt, du laberst Scheiße. Und dann hat sie das Mikro so runtergeworfen, hat sich umgedreht, hat geheult. Und dann ist sie, glaube ich, eine Stunde weg gewesen oder so. Es gibt noch eine ganze Aufnahme, man kennt immer diesen kurzen Clip. Ja. Jedenfalls kam sie am Ende nochmal wieder auf die Bühne und hat dann gesagt, ja, ich glaube, ich muss mich entschuldigen, dass ich weggegangen bin, also ich fühle mich doch immer noch so. Oh nein. Schon wieder so mit Double Down einfach. Wieder so eine, die sehr, sehr viel von sich hält quasi und quasi die letzte Hoffnung, die sie für die letzte Hoffnung der Menschheit hält. Aber die ist danach dann nicht das schon Yoga-Syndrom, sage ich immer. Einmal an dem Tag halt hin und hat zweimal gesagt, dass sie quasi so viel Scheu ist, nur in neu, und dann ist er aber nicht nochmal wiedergekommen, leider. Unangenehm. Ja. Einfach unangenehm. Geschichte zu erfinden, während es Zeugen und Beweismaterial via Kamera gibt. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass es so einen saudämlichen Menschen gibt. Aus den Ermittlungen gegen das Westin-Hotel in Leipzig. Aber das ist ja so ein Meinungsblogger-Ding, dass man immer sagt, das ist das Dümmste jemals. Ja, ja, klar. So was Dummes habe ich noch nie gesehen. Und dann sagst du willst ja nicht nur, dass die Leute dranbleiben, du willst ja auch dich immer weiter toppen und du willst ja auch, dass der Rage gerechtfertigt ist. Muss immer krasser werden. Ja, also es wird wirklich immer dümmer oder manchmal flunkert man. Übrigens vergessen das einfach. Ja, man muss schon ein bisschen Frame machen. Hier und da mal ein bisschen. Na, es ist
macht doch Spaß. Nero macht das, glaube ich, auch. Das machen aber irgendwie alle Influencer. Ja, vor allem Nero, das ist ja ein Hetzer, ist ja ganz klar. Ne? ist ja ganz klar. Ungelogen, das Dümmste jemals. Ermittlung gegen Ofarim, weil akuter Verdacht der falschen Verdächtigung sowie Verleumdung bestand. Am 28.11.2023 gestand Ofarim, dass er gelogen hat. Alles, was er dem Hotel und dem Rezept... Ey, das ist einfach, das ist über 2 Jahre später... Der hat das so lange durchgezogen, nicht? Und davon profitiert. Das musst du ja mal reinziehen. Vielleicht auch immer nach einer Woche hätte er einfach sagen können, okay Leute, ich habe da Scheiße gebaut oder vielleicht ich habe mich falsch erinnert, ich habe diese Kette sonst immer an, ich dachte, ich hätte sie da auch und ich war wohl ein Missverständnis, tut mir leid um den Typen oder so, aber 2 Jahre nichts sagen, ne, dann wurde da irgendwie der Typ, glaube ich, entlassen oder so. Auf jeden Fall, ne, dieses Hotel hat voll viele Probleme gekriegt. Unnormal, safe. 2 Jahre später sagt er, ja, gut. Ups. Journalisten vorgeworfen hat, war frei erfunden. Wir haben hier jetzt ein Problem. Erstmal möchte ich dringend festhalten, dass es sich bei Herrn Ofarim um ein egoistisches, selbstgefälliges, selbstgerechtes, selbstverliebtes, erbärmliches, lächerliches, zum Fremdschämen peinliches Er meint das. Die Tafel nicht noch größer. Ja. Was bist du für ein Arschloch? Das wollte er, glaube ich, damit sagen. Ich glaube auch. Konsequent in seiner Peinlichkeit. Entdeckt wurde er nämlich im Jahre 1997, als er einen Musiker für die Foto Love Story in der Bravo darstellte. Oh. Was für eine Story, der war am Anfang gar kein Musiker, der war so ein Fototyp. Außer Bravo, bitte nicht. Hast du mal gelesen? Bravo? Hm? Als Kind, Dr. Sommer, habe ich mir damals reingezogen, ne? Ja, die Seiten, wo auf der einen Seite Nackedei war und auf der anderen Seite Nackedei. Und dann hast du dich abblitzen lassen vor ganz Deutschland und hast du dafür damals 200 Euro bekommen. 200 Euro? Ja. Das ist schon eine Art Prostitution. Ja, das ist schon hart. Das ist schon hart, wenn du dich abfotografieren lässt für 200 Euro. Wie viele Leute haben das so gelesen, Bravo? Ich habe das nicht gehabt. Bravo war damals alle, Leute, also viele, viele Jugendliche haben sich das halt reingezogen, ne? Ich fand das übelst langweilig. Ich habe einmal irgendwie, glaube ich, eine in einem Flugzeug gelesen, weil man hat nichts zu tun gehabt und die haben die so verteilt und dann fand ich das voll scheiße. Und ja. Ich habe so Mad Magazine und Titanic gelesen und so. Okay. Nee, Bravo habe ich mir damals ab und zu reingezogen als Kind, aber so, keine Ahnung, es war halt so Trash-Unterhaltung, so Müll halt, weißt du, so. Na, könnte man sich dieselbe Frage stellen, warum guckt man sich heute Trash-TV an? Also die Zielgruppe ist so 12 bis 20, ne? Oder älter und zurückgeblieben. Ja. So wie Funke. So wie Funke im Prinzip. Funk fällt da voll rein, ja. Und die Nackten waren schon 18, oder? Ja. Okay. Das war, wenigstens das haben sie auf die Kette bekommen, ja. Okay. Ja. Ja, geil. Wunderbar. Aus diesem Auftritt wurde eine tatsächliche Musikerkarriere und das ist jetzt die Stelle, an der ich grinsen muss. Wollt ihr mal den Namen seines Durchbruchssongs hören? If you only knew. If you only knew, dass du ein verlogener Mensch mit einem ganz, ganz fürchterlichen Charakter bist, der sich für etwas Besseres hält als Menschen, die einem ganz... Alter, der hatte aber einfach, guck mal, so ein Garnischer auf dem Arm. Jetzt ist der auch noch, ist der nicht nur Jude, ist Buddhist auch noch, oder was? Nee, Hindu ist das. Hindu ist. Ja, ich meine, sagst du was gegen Geofarim, sagst du was gegen alle Religionen? Hat der auch ein Kreuz irgendwo noch vielleicht? Guck mal, da hat er 2 Ketten, siehst du? Vielleicht ist einer auch noch Kreuz. Oh. Er sieht ein bisschen aus wie Jesus. Auf einem Bart hat er auch noch, vielleicht Muslim. Vielleicht alle Religionen. Er hat alles, ja. Es ist, den darfst du halt nirgendwo abweisen, sonst sagst du was gegen alle Religionen. Das ist schon gefährlich. Sonst hast du alle Religionen gleichzeitig gegen dich aufgestachelt. Je nachdem, wo du bist. Ne? Also in Deutschland kannst du sagen, hey, Antisemiten. Ja, ja, ja. Wenn du in Indien bist, dann sagst du, Anti-Hindu. In der Türkei sagt er, ich bin Moslem, ich schwöre. Wir haben einen Mann gefunden, der sich in jedem Land ausgegrenzt fühlt. Ganz normalen Job nachgehen, die keine öffentliche Reichweite haben. Und du daraus nicht mal ein Geheimnis machst. Ihr werdet noch verstehen, warum das hier zu so einer Schimpftirade eskaliert. Diese Lüge hat weitreichende Konsequenzen und eine davon ist, dass er mutwillig und bestem Gewissens ein Menschenleben zerstört hat. Wir werden da gleich noch drüber sprechen. Lass mich raten, der Hotelmanager, ne? Na gut, ich gehe stark davon aus. Ist halt auch das Problem, dass für andere Juden scheiße ist. Ja. So, wenn du jetzt Jude bist und du sagst irgendwo, ich wurde hier antisemitisch angegriffen, dann sagen Leute, jetzt weiter geht Ofarim, ja genau. Machst ja? du mal wieder den G? Auch scheiße. Hör auf, vielleicht ist ja wirklich gehen. Passiert dann, ne? Das könnte gut sein, safe, absolut. Ne, das ist ja genau diese Relativierung, was wir auch öfters mal an der Woke-Bubble kritisieren, weil die halt jedes kleine Pissdingchen kritisieren, sodass diese Dinge, die vielleicht berechtigt im Raum stehen, die kriegen gar nicht mehr die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich sollen. Oder da sagen dann die Leute, ach gut, dann lass die Leute reden, die labern ja eh nur Unsinn. Ja, man könnte sich auf Wörter einigen, dass die dann einfach immer nur noch problematisch sagen bei dem ganzen Kleinzeug. Ja. Und dass sie bei den größeren Sachen die Klappe halten oder dann halt wirklich ein höheres Wort, aber das dann auch reservieren, ne? Dass du nicht immer...
nicht immer so eskalierst und bei kleinen Zeug dann die gleichen Wörter benutzt wie bei schlimmen Sachen. Direkt Nazi und Dings darum da. Wie gesagt, ja, das fliegt ja sehr, sehr universell umher derzeit. Rechtspopulist ist auch sehr beliebt. Schön. Seine Karriere hat danach so ein wenig vor sich hergedümpelt. Er hatte Auftritte bei Serien wie GZSZ, da wissen wir ungefähr, auf welchem Niveau. Hey, ich dachte, der Pinguin fällt jetzt irgendwie hin oder so. Ich bin das so von deinen Videos gewöhnt. Ich bin enttäuscht, ja. Bei dir ist doch immer, du machst so GIFs rein und dann schreibst du da Text drauf und dann fallen die Leute irgendwie hin oder werden richtig gehauen oder irgendwie so. Das ist genau mein Erfolgskonzept. Das hast du ganz gut analysiert, ja. Du nimmst Fail-Videos und schreibst da Text drauf. Guter Content. Aber irgendwie sollte das Ganze einfach nicht mehr so richtig laufen. Tja, da kann man sich halt einfach mal mit erfundenen Skandalen Abhilfe schaffen, wa? Das Problem dabei ist, dass er nicht nur einfach gelogen hat. Gut, eine einfache Lüge wäre es nicht, weil es überall Thema war und er in sämtlichen Talkshows an seiner Geschichte festgehalten hat und den Moderatoren wie unter anderem Halaschka frech ins Gesicht gelogen hat und es ausgenutzt hat, dass die dem geglaubt haben. Aber das mal zur Seite. Damit es ist halt auch schwierig, ne? Stell dir mal vor, du interviewst den. Ja. So, dann sagt er, ich schwöre, ich hatte die Kette um Antisemitismus und dann sagst du, du Lügner. Wir hätten Markus Lanz gebraucht. Markus Lanz und er, es wäre herrlich gewesen. Markus Lanz sagt dann, Herr Ofarim, Sie sind ein Lügner. Und dann, sobald geht Ofarim die erste Silbe sagt und er sagt, nein, dann sagt Lanz, doch, doch. Das ist so der Lanz. Doch, ja, safe. Er sagt irgendwas und der andere rechnet, doch. Ich habe da gar nichts gesagt. Oh, geil. Für ihn jetzt nochmal richtig schön peinlich wird, schauen wir uns sein ursprüngliches Video an, mit dem Wissen, dass das alles gelogen ist und der wahre Beweggrund Hammer. Für dieses Märchen so unfassbar niedrigschwellig und ekelhaft ist. Wirklich? Schön eben geworden. Wünsche ich dir übrigens nicht, du Clown. Ich bin ganz sprachlos. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich wurde in der Vergangenheit oft gefragt zum Thema Antisemitismus in Deutschland. Da du da schon meintest, dass du sprachlos bist, hättest du vielleicht auch den Mund dicht halten sollen. Das hätte dicken Menschen echt viel erspart. Ich glaube einfach mal, nicht nur ich finde es so widerlich, dass er ein heikles Thema, Antisemitismus in Deutschland, ganz bewusst instrumentalisiert, um einem Menschen zu schaden. Das ist halt super manipulativ. Ich wurde so oft zum Thema Antisemitismus gefragt und jetzt passt mal auf, ich erzähle euch ein Lügenmärchen, was mir gerade angeblich passiert ist. Ne? Ja, Antisemitismus ist ein gewaltiges Problem in Deutschland und gerade deshalb sollte man es nicht so durch den Schmutz ziehen. Jetzt wird's aber noch dreckiger. Schaut euch das mal an. Ich bin jetzt gerade hier in Leipzig, in einem Hotel namens West Inn. Er filmt ja ganz gezielt den Eingang, während er den Namen des Hotels nennt. Das macht er ganz bewusst, weil er wollte, dass dieses Hotel ausfindig gemacht wird und einen Shitstorm bekommt. Man kann sich dessen sogar zu 100% sicher sein. Er hat nämlich in dem Gespräch mit dem Kerl an der Rezeption angekündigt, dass er dafür sorgen wird, dass es einen Shitstorm gibt und das Ganze viral geht. Echt mal, aber weißt du das? Was? Hast du gefragt? Ja, stimmt. Oh, ich distanziere mich. Ich wollte wirklich nicht, dass du heute gebannt wirst. Also, da wurden schon Leute für weniger gebannt. Tut mir leid. Ich distanziere mich davon. Distanzierung. Ich wollte hier keinen Gender assume. Es tut mir leid. Mir auch. Hast du auch schon mal so Gedanken gehabt, dass du, wenn du im Privatleben scheiße behandelt wirst bei irgendwas, bei irgendeiner Firma oder so, dass du denkst, ah, warte mal, ich habe einen Kanal. Ich fick euch weg. Weiß ich nicht. Bist bei deinem Internetanbieter und sagst so, Vodafone oder Telekom, gibt ja eigentlich nur zwei. Fühle ich? Ihr Wichser, ihr habt das nicht gut genug gemacht. Ich schieße euch jetzt einen rein. Oder wenn du irgendwie so in so ein Hotel gehst, dann ist Kacke. Also ich bin ja noch nicht so lange dabei. Erst seit 3 Monaten. Deshalb muss ich ehrlich sein, ich habe es mir bis jetzt nur jeden Tag gedacht. Ja, also man denkt sich das öfter, aber dann macht man es doch nicht. Ja? Man auch irgendwie denkt, irgendwie ist es auch mies. Jeden Tag ziehe ich die Karte eigentlich. Ja. Jeden Tag. Sollte ich das öfter machen? Wie fändet ihr das so als Community? Ich habe ja hier meinen Chat, also ich werde ja auch wie jeder andere Mensch manchmal irgendwo genervt, ne? Vielleicht. Man sitzt beim Arzt zu lange im Wartezimmer und man sieht, jemand kommt nach einem rein, aber wird vor einem aufgerufen oder so, dass man denkt, du Scheißpraxis, ich glaube, ich gehe vor die Tür und mache eine Story über euch. Ich sage, ihr diskriminiert mich oder so. Oder weiß nicht, du hast vielleicht Probleme mit, was man halt so hat, ne? Sein Vermieter, sein Internetanbieter oder so. Ich hatte zum Beispiel schon zweimal, ich ziehe um, sage dem Internetanbieter, ich brauche Internet, damit ich hier Stream-Scheiß machen kann, ich kriege mein Geld damit und sage, ich möchte bitte zum Umzugstermin da Internet haben, sagen, ja, alles gar kein Problem, geht.
Und dann ziehst du um und dann sagen die, ah, leider, ah, dauert noch. Und dann dauert es manchmal einen Monat oder so, bis der Techniker kommt. Stimmt. Und dann denkt man auch eigentlich, ihr kleinen Wichser, eigentlich würde ich euch gerne einen. Ja, bei den Größeren ist das eigene Erfahrung noch schwieriger. Gut ist es wirklich, wie du vorhin genannt hast, bei dem Doktor, wo du dann sagen kannst, oh, sie haben da ja auf Google eine schöne 5-Sterne-Bewertung. Wäre doch schade, wenn die nicht mehr da wäre, weil ich kenne wen, der recht viel Reichweite hat. Mhm. Kann man machen, ne? Kann man mal machen. Kann auch direkt erstmal in der Rezeption beim Reingehen sagen, so Leute, also ich kann eine Story machen, dann kriegt ihr, sagen wir mal, vielleicht mindestens 100 gute Bewertungen. Kann auch schlechte Bewertungen sein. Du musst halt nur wirklich, es gibt ein Kryptonit an der ganzen Taktik und das sage ich dir im Vorrein, diese Kryptonit sind Überwachungskameras. Denn wirklich schwierig, weil ehe du dich versiehst, wenn du eine Überwachungskamera war, siehst du dich im Video von Just Nerzo wieder und der sagt dann, wie doof du bist. Haben die auch Mikros, meinst du? Man weiß es nicht. Ja gut, ich gehe einfach mit so einem grünen Jackett und so einer Maske und dann mache ich das. Halten, nur weil er kein Extrawürstchen bekommen hat und wie jeder andere in der Schlange stehen musste. Den Namen des Managers am Counter werde ich jetzt nicht nennen. Ja, geil. Das war ein Herr W. Das ist halt auch so geil, Alter. Ich bin in folgendem Hotel, ja, in dieser Stadt, aber ich sag den Namen nicht. Ich sag den Namen nicht von dem Manager, Herrn W. Es wird niemals herausgefunden, aber also in dem Fall, er wollte sich noch kurz als Ehrenmann inszenieren, nach dem Motto, ich würde ja niemals jemanden doxen, aber ey, es kommt kein anderer Mensch in Frage außer dieser Typ. Datenschutz ist mir sehr wichtig, ich kürze das ab. Er ist ein Lügner, aber er hat nicht gegen Datenschutz verstoßen. Das muss man ihm zurechthalten. Meinst du, das Westin Hotel heißt so, weil der Manager Herr Westin heißt? Herr W. Alter, dieses Grinsen, das gibt mir gerade den Rest. Ich war selten so sauer, während ich ein Skript schreibe. Der freut sich richtig, weil er ganz genau weiß, dass er gerade dabei ist, über jemanden die Hölle losbrechen zu lassen. Aber ich habe schon öfter auch sowas gehört, auch wenn es so unter Influencern Beef gibt, dass Leute gibt, die sich eh schon hassen. Und einfach nur denken so, ey, wenn dieser Typ irgendeinen Fehler macht, ja, dann gehe ich dreimal drauf, weil ich hasse den. Ja. Und dass es manchmal auch so Beefs gibt, einfach wo man weiß, die hassen sich privat, ja. Und dann wenn es irgendwie einen Anlass gibt, dann, bei Pocher war das zum Beispiel so, hast du mitgekriegt, Oliver Pocher? Und wem noch? Der macht doch immer so Parodien, wo der sich verkleidet und so. Okay, wo du gemerkt hast, er hat mit irgendwen ein privates Problem und dann geht er auf jede Kleinigkeit drauf. Ja, das ist leider auch menschliches Verhalten. Wenn irgendwo Emotionen drin sind, dann wird er reingegrätscht natürlich, ne? Der hat sich kürzlich von seiner Frau getrennt, also scheiden lassen, von dieser Amira Pocher. Ja. Dann saß er erstmal einen Tag nach der Scheidung, saß er im Fernsehen und hat im Interview darüber geredet, dass seine Frau geistig noch nicht so reif ist und dass er dumm ist, also seine Ex-Frau. Er ist so unangenehm damit umgegangen. Insgesamt die ganze Oliver Pocher-Situation gerade ist böse. Jedenfalls der neue Typ von seiner Freundin, weiß gar nicht, Bijon oder so heißt der. Das ist irgend so ein Erfolgscoach oder so. Ja. Jedenfalls, Pocher verkleidet sich als den neuen Freund von seiner Ex-Frau. Oh. Und geht so ins Internet und sagt, ja, ich bin Bijon Kaki Kaki und parodiert den so. Und man denkt, oh, Alter. Oh, ist das unangenehm. Der bumst deine Ex-Frau. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass du den einfach nur irgendwie inhaltlich blöd findest. Das ist unangenehm. Ja, stimmt. Ja, doch. Das ist ein Punkt. Das machen, glaube ich, viele Leute so, dass die irgendwann merken, diese Reichweite, das kann auch eine Waffe sein. Und wenn ich irgendeiner abfuckt, dann kannst du halt sagen, ich kann ja in meiner Sendung einfach. Ich schieß einfach auf dich. Meinungsfreiheit ist das. Ja, aber muss man mal ein bisschen im Hinterkopf behalten, ne? Wenn man denkt, irgendwer macht so ein Exposed-Video oder sowas oder so ein Skandal. Willst du sagen, dass ich privat was gegen Shoyoka und Dara habe oder was? Vielleicht. Ist Shoyoka deine Ex-Freundin? Die hat dir Dara die ausgespannt. Schwierig, Spaß. Schwierig. Ja. Dieses, den Namen nenne ich mal nicht, aber das war Herr W., das ist schon wieder absolut manipulativer Bullshit. Er weiß ganz genau, dass der Anfangsbuchstabe mehr als ausreicht, um ihn zu identifizieren. Der wollte mit seiner Reichweite einfach... Ey, ich schwöre, es gibt so viele Manager in diesem Westin Hotel und die fangen alle mit W an. Privatperson platt machen. Wie kann die es sich denn auch wagen, den großen Gil Ofarim nicht zu huldigen? Die haben zu knien, wenn ich den Raum betrete. Ist ja gut, Alter. Der hält sich für einen scheiß Tenryobito. Passt auch irgendwie erst in was ein Tenryobito ist? Nee, was ist das? Also hier in dem... also der spielt ja ganz schön mit Insidern. Zuerst holt er dieses Gil da raus aus Final Fantasy, jetzt kommt er mit Tenryobito. Das ist eine Bezeichnung aus dem Anime One Piece.
Okay. One Piece aber schon mal gehört. Das kenne ich, ja. Das ist mit dem Gummimann, der nicht ins Wasser darf. Mit dem Gummimann, der nicht ins Wasser darf. Die stinken alle wie Sau, wenn die nicht ins Wasser könnten. Schwierig. Ja, genau. Daraus ist Tenryobito. Das sind so Himmelsdrachenmenschen. Ne? Erklärt mir da, was ein Davidstern ist und dann später so ganz kämpfen. Das ist das hart, ne? Tenryobito. Ja. Die falsche Priorisierung gesetzt. Nach dem Motto, er will jeden abholen. Ja. Aber das sind so ganz, ganz arrogante Trottel auf jeden Fall. Kommen die ganz spät erst? Ich habe das geguckt, bis dieser Mann mit dem Nabel im Gesicht war, in der Wüste der. Das hab ich, bis da habe ich noch geguckt, da kam das noch im Fernsehen damals. Es kommt ganz, ganz spät weiter. Das ist gefühlt noch, wenn du dir überlegen würdest, eine Serie hat 10 Staffeln vielleicht, mal als Beispiel, dann ist das die erste Staffel. Ach so, okay. Also so weit bist du nur gekommen. One Piece ist irgendwann gar nicht mehr übersetzt worden, ne? Dann kann man das noch so auf Japanisch mit Untertitel gucken. Ich hab gar keinen Bock drauf. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, also, es wird weiterhin übersetzt. Englisch oder Deutsch, aber ich habe keinen Bock, irgendwie Japanisch zu hören und die ganze Zeit zu lesen. Legitimer Punkt, aber viele mögen auch diese japanischen Stimmen halt, ne? Dieses Original, weil die Japaner, die rasten ja komplett aus. Also die ticken ja da anders. Ja, aber ich verstehe ja kein Wort. Ja, deshalb liest man den Untertitel, um den Originalton zu haben. Ja, ich verstehe den Punkt schon. Okay. Nachvollziehbar. Tenryobito. Also. Merken. Wirst du oft brauchen im Leben. Ja. Und es ist eine Riesenschlange, weil deren Computer down ist. Kann passieren, alles gut. Kann passieren. Aber ich. Als Computer hier immer noch den Ehrenmann raushängen zu lassen, kann ja passieren. Ich bin ja der Verständnisvolle, ich bin ja der Nette. Und während er so eine Lügengeschichte erzählt, wo er genau weiß, das wird den Leuten schaden, es ist also unfassbar. Also nicht der Tenryobito. Ja, Tenryobito. Oh. Warte, Freunde, ich muss kurz für eine passende Atmosphäre sorgen. Gott sei Dank habe ich die richtige musikalische Untermalung parat. Aber ich stehe hier mit meiner Kette. Steht mir zu. Steht mir zu. Mein Leben lang. Und ich bin hier mit meiner Kette, zu. Das steht mir zu. Eine Person nach der anderen wird vorgezogen. Ja, hier sehen wir, wie eiskalt und ohne Hemmung er seine Religion instrumentalisiert für diese Lüge. Für diese abscheuliche, widerwärtige Lüge. In Wirklichkeit. Ja, hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Lüge. Falsch geschrieben, ne? Ich glaube, das sollte. Obwohl, nee, ich dachte, es kommt ein Ä vielleicht. Aber das Ü ist ja auch da. Ich dachte, er hat vielleicht irgendwie eine Schriftart genommen, wo es keine Umlaute gibt. Aber dann wäre ja auch kein Ü dabei. Ich glaube, er ist einfach sehr, sehr ungebildet und dachte, man schreibt es. Auch. Das wäre jetzt so meine Vermutung gewesen. Ja. Entweder er oder sein Cutter, ne? Widerwittig. Wahrscheinlich beide. Ich würde den, glaube ich, feuern, den Cutter. Scheuliche, widerwärtige Lüge. In Wirklichkeit war es einfach so, dass er nicht wie ein VIP behandelt wurde. Das war das einzige Problem. Er musste ganz normal anstehen. Was mich interessieren würde, wie denkst du, also ich werde es jetzt im Stream nicht lüften, weil ich nicht weiß, ob ich das sagen darf, aber wie viel denkst du, hat der Cutter für das Video bekommen, das er hier geschnitten hat? Wie viel denkst du, hat der Cutter dafür bekommen? So als Beispiel, also der Cutter bekommt das Skript zugesendet und der animiert halt den Hintergrund. Im Prinzip. Der kriegt ein Skript und eine Tonspur, ne? Ein Skript und eine Tonspur. Und die ganzen Templates hat er schon, die Bilder und so, ne? Wahrscheinlich ja, den größten Teil schon. Wie viel denkst du, hat er bekommen? Ich werde dazu nichts sagen, ich werde es später nach dem Stream sagen, weil ich nicht weiß, ob ich dazu was sagen darf. Aber würde mich mal interessieren. Schätz mal. Darf ich gucken, wie viele Aufrufe das hat? Ja, schau mal. Guck mal, der kriegt ja öfter so, okay, 500.000 kriegt er regelmäßig, ne? Ja, mal, aber auch nur 180.000, ne? Also, ja. Aber schon oftmals halt hoch. Vielleicht so, weiß nicht, so 4 Euro vielleicht? Nein. Jetzt. Nee, weiß ich nicht, ich würde schätzen so vielleicht 800 oder so. Okay. Kannst du unterm Tisch so sagen, ob mehr oder weniger? Daumen hoch mehr und Daumen runter weniger. Oder zeigst du eine Zahl? Ich schreib's dir hier hin, aber Du musst das Pokerface aufbehalten, ja? Mach nicht so den Fortnite-Gesicht-Ausdruck. Du zeigst aber das in den Bildschirm gerade Richtung Kamera, ne? War noch nichts drauf. Ah, okay. Direkt vorgegangen ist ihm der Kragen geplatzt. Und hier haben wir das Resultat. Tatsächlich soll wohl ein Zweierpaar direkt zum Tresen gegangen sein, aber da war der Check-in schon längst fertig und die mussten halt nur kurz die Karte für 3 Sekunden von vorne abholen. Und das war's. Diese Gäste, die sich einfach nur die Karte geholt haben, wurden übrigens laut einer Zeugenaussage von Herr Ofarim angepöbelt. Er soll zu ihnen Folgendes gesagt haben, während... Ja, das ist ja generell, also du weißt ja gar nicht, warum wer vorkommt, ne? Kennt man ja auch sonst, wenn du zum Beispiel ins Meldeamt gehst oder so, da gibt es ja Leute, die stellen einen Antrag, dass sie was kriegen wollen und manche Leute holen nur ab so und das geht dann halt schneller und dann sitzt du da und sagst, der Typ, der ist nach mir reingekommen, aber wenn er halt nur hingehen muss und sagen muss, hier, mein Ding ist da, ich möchte das bitte so,
kannst du dich aufregen, aber du weißt ja nie, warum wer da ist. Ne? Also wenn du da in so einem Ding arbeitest. Erstmal das, und ich glaube, es wurde niemand vorgelassen. Ich glaube, auch das war ausgedacht. Ja, aber halt auch selbst wenn. Also ja, ja, genau. Selbst wenn, aber gut, wie gesagt, also. Wenn du schon alles reserviert hast, ne, wenn du halt irgendwie einchecken willst und, weiß ich nicht, du musst dich erst anmelden oder du hast schon irgendwie alles geklärt und die haben das da schon hingelegt für dich oder so, dann ist es halt völlig unterschiedlich. Ne? Dann kann ja der eine einfach schnell, der nimmt das und geht weiter. Das ja, kann ja sein. Also ich bin nicht so auf den Hotels, ich kenne mich da nicht so gut aus, weil, ja, wohin? Also, ne? Natürlich. Aber, ja, sonst. Auf 180 ist, weil er warten muss. Zitat: Was ist an euch beiden so besonders, dass ihr schon die Karten bekommt? Dass es alles bereits vorher geregelt wurde, ging ihm wohl nicht durch den Kopf, nehme ich an. Als ob das hat er zu Leuten gesagt? Da kommt wer durch und er pumpt die an, da steht so einfach, stell dir vor, du kommst ins Hotel, du hast es schon gebucht alles, steht Gott. Da so ein wütender Typ und sagt, was ist an dir denn so besonders? Und du denkst, Alter, ich hab das halt reserviert. Richtig unangenehme Situation, ey. Geil. Was ist euch beiden so besonders? Was, Bruder? Luther hatte technische Probleme, weswegen sich alles verzögert hat und die langen Schlangen entstanden sind. Aber warten? Das muss doch nicht sein, wenn man der große Gil Ofarim ist, oder? Nein, ich muss nicht warten. Nachdem die Leute vorbeigegangen sind, reichte es ihm endgültig und er ging vor und fing an, das Personal zu bedrohen. Die Zeugin Dagmar C. berichtete davon, dass sie ganz genau mitbekommen hat, wie Ofarim sich beim Herrn W. beschwerte und zunehmend genervter und gereizter wurde. Manche sprachen sogar davon, dass er aggressiv wurde. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe sogar, dass man halt genervt ist, wenn man warten muss, aber da muss halt jeder dann durch. So, mach halt keine Szene, du bist nichts Besonderes. Hotel ja, vor allem, ey, worauf wartet er denn? Er hat ja, wenn er in ein Hotel eincheckt, dann steht er da halt ein bisschen länger. Das ist ja jetzt nicht so, dass er deswegen irgendwie einen Zug verpasst hat oder sowas. Ja, ist ja auch nicht so, als wäre für irgendwelche Musikshows gebucht worden. Der wird ja für keine Musikshows gebucht. Also Moment, ja. Also arbeitsmäßig kann er auch nichts verpassen, weil ihn keiner kennt, weil ihn keiner bucht. Aber der war doch wahrscheinlich nach der Show da, wenn dann, oder? Ach so, der hatte vorher eingecheckt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich könnte es vielleicht nachvollziehen, wenn man so einen Termin hat. Ja. Du musst einchecken, deine Tasche rein und dann direkt zum Konzertsaal oder so und du denkst, die ganzen Leute beim Konzertsaal warten so, das Publikum, die Veranstalter und so weiter okay. Und ich muss jetzt hier warten, vielleicht fuckt einen das ab. Ja, aber das liegt dann ja auch an der Planung von dem Manager und richtig, so, ne? Aber im Umkehrschluss hätte man dann auch keine Zeit, sich, nachdem man dann eingecheckt ist oder so, sich dann noch rauszusetzen und eine Story aufzunehmen und sich über Lügengeschichten auszudenken. Das wird dann zeitlich auch knapp dann. Ja. Aber gut. Weiß halt nicht, was er davor hatte, also ob er da jetzt reinging, um da nur zu pennen oder ob er halt danach noch einen Termin hatte, weiß man alles nicht, aber ja, wie gesagt, zum auf dem Bürgersteig sitzen ist dann auch keine Zeit, außer richtig. Du gehst dann, hast danach einen Auftritt bei Stern TV oder so und die sagen, wir haben 5 Stunden auf dich gewartet, also ich musste ich musste noch dafür sorgen, dass da so ein Typ gefeuert wird. Oh. Walter W. wurde hingegen als sehr ruhig und gelassen beschrieben. Nach einigen unberechtigten Beschwerden von Ofarim wies der Mitarbeiter ihn freundlich darauf hin, dass er hier ja nicht übernachten müsse. Es folgten Sätze vom Lügenlord, wie Zitat, ich kann's publik machen, auf Facebook und auf Instagram, da geht das dann bam bam viral. Er soll in die Hände geklatscht haben und wirklich sehr aggressiv gewesen. Er soll beim bam bam in die Hände geklatscht haben, das musst du dir mal reinziehen. Bam bam. Bam bam viral geht das. Bam bam viral und dann seid ihr kaputt. Bam bam. Muss ich gerade an Norman Ritter denken, kennst du Familie Ritter? Also ich kenne die Familie Ritter, aber wer ist Norman Ritter? Das kennst ist einer von denen. Ja, einer von den Söhnen, der bekannteste, glaube ich. Oh Gott. Ich glaub, die Mutter ist die bekannteste. Ja, inzwischen schon, ne? Okay. Da hat, glaube ich, Norman. Er wird gefragt, warum er im Knast war. Und er hat gesagt, er hat irgendwen verprügelt. Ich glaube, irgendeinen Migranten. Mhm. Und dann sagt er, quick, quack, der hatte dir blutet im Gesicht. Quick, quack. Oh, bam, bam. Ist halt auch so bam, bam. Och, nee, ey, Leute. Wieso kann ich mir das so genau vorstellen? Manche Leute verdirbt die öffentliche Reichweite. Die kommen dann halt einfach nicht damit klar, wenn sie mal wie normale Menschen behandelt werden. Ich sag's ja, der hält sich für einen Himmelsdrachenmenschen. Gucken wir mal weiter. Ja, aber dir ist halt auch doof, ne? Du kannst gar nicht so Starallüren haben, weil da musst du immer dein Kostüm mitnehmen. Ja, richtig, genau. Deshalb habe ich es eigentlich immer auch im Handgepäck dabei. Ne? Für den Fall der Fälle, dass ich irgendwo nicht vorgelassen werde aufgrund allein meines Gesichtes, setze ich mir die Jacke auf und dann probiere ich es nochmal. Und dann funktioniert es auch nicht. Off-Manager, ich suche Fail-Videos raus und schreibe deinen Namen da drauf. Ja. Übrigens, wir sind schon humble. Also wir waren schon mal in einem Café und wir haben sogar bezahlt. Ja, stimmt.
Aber das habe ich aber auch nur gemacht, weil du dabei warst. Normalerweise laufe ich einfach raus. Ja, also können wir in Zukunft so machen. Ich habe da kein Problem mit. Gut. Einfach Zeche prellen. Es gibt ja genug Cafés eigentlich. In jeder Stadt gibt es ja Cafés und Restaurants ohne Ende. Da kann man ja jeden Tag woanders hin. Ja. Ne? Und also, wie viel gibt es so pro Stadt? Je nach Stadtgröße, ne? Aber man kann bestimmt, man muss ja auch nicht jeden Tag, ne? Nee. Aber ich glaube, so nach 2 Monaten haben die ja noch wieder vergessen. So, und wenn du schon, so, ne? 50 Restaurants hast, gehst halt nicht jeden Tag, ne? Dann können sich auch noch mal die Haare färben dann irgendwann, ne? So Rezo-mäßig und... Bisschen andere Klamotten. Oder definitiv, so. Ja. Und so. Gehst du mal in dies und dann sagst du, ich muss kurz rauchen und dann gehst du einfach. Und wenn sie einem doch mal erwischen, hat man immer so einen Davidstern in der Hosentasche. Und dann quasi dann, ne? Je nachdem, wo man essen geht. Ja. It's easier so that. Und dann wedelt man so und sagt, na? Ich hab mein sicher? Handy hier schon. Sicher, dass ihr mich packen wollt? Geil. Ohne Scheiß, 15 Minuten später komme ich dran und frage, entschuldigen Sie bitte, was ist los? Ja, nee, ist halt gelogen. Er hat nicht gewartet, sondern... Vor 15 Minuten ist jetzt... Ja, schon ein bisschen, ne? Aber ich habe schon, glaube ich, länger irgendwo an Schlangen gesessen. Also gut, weiß nicht, in Hotels glaube ich nicht, aber weiß ja nicht, wie voll das da war, ne? Direkt beschwert. Und auch war er dabei nicht ruhig, wie er es uns hier gerade schildert. Zumindest laut den Zeugenaussagen. Es ist nicht in Ordnung. Warum werden alle vorgezogen? Da sagt er, dieser Herr W., um die Schlange zu entzerren. Aber warte mal, vielleicht sind alle Zeugen gekauft. Ja. Und die Videokameramaterialien sind auch gefälscht. Es gibt ja jetzt inzwischen auch gute Technik. Ja. Vielleicht stimmt ja doch alles, was er sagt. Und wir machen uns jetzt über den armen Mann lustig. Und eigentlich war alles ein perfider Plan, von vornherein geplant. Und am Ende haben sie ihn bestochen, dass er dann auch noch die angebliche Wahrheit gesagt hat. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht ist er auch Intuit. Vielleicht sind auch einfach alle. Vielleicht ist es einfach auch eine Simulation. Vielleicht steckt er auch dahinter, ja. Na? Vielleicht wollen die Medien uns ablenken von was anderem. Denk mal drüber nach. Sei doch kein Schlaflamm. Ich glaube, alle Mächtigen der Welt stecken unter einer Decke. Ja. Und hin und wieder inszenieren solche Theaterstücke. Mhm. Und der kann das doch einfach machen, weil der wohnt gar nicht in Deutschland vielleicht. Denn die haben den auf, die packen so diese ganzen Prominenten, packen die auf so eine Insel. Also ich habe Gil Oferim noch nicht getroffen, du? Ja, ich habe auch noch nie Gil Oferim und Markus Lanz in demselben Raum gesehen. Da würde ich mir mal Gedanken drüber machen. Meinst du, es gibt Gil Oferim? Meinst du, es gibt Markus Lanz? Weiß ich nicht. Markus Lanz hat immerhin ganz, ganz viele Menschen schon mal getroffen, die es bezeugen könnten. Aber wer hat denn bisher Gil Oferim? Ich sag nicht. Ich sitze nur hier und stelle Fragen. Gibt's in Leipzig überhaupt ein Westin-Hotel? Also ich war da noch nicht. Ne? Wer weiß. Ich hab's auch noch nicht gesehen, ne? Vielleicht gibt's auch Leipzig gar nicht. Es könnte alles computeranimiert sein, wer weiß das schon. Ja. Ich stehe auch in der Schlange. Also ich habe auch manchmal gefragt, ne? Wenn man jetzt so AI-Fakes und so sieht, ne? Und sagt, guck mal, hätten sie gedacht, dass das gefaked ist und so. Man sieht ja immer nur die aufgeflogen sind. Ja. Wer weiß, wie viele da sind. Vielleicht gibt es doch Just Nero nicht. Wobei, den habe ich schon gesehen. Den habe ich auch schon gesehen. Vielleicht war das ein Schauspieler. Ja, bezahlter Schauspieler, ne? Ja, der bezahlt ja auch seine Cutter, ne? Ja, vielleicht ist Just Nero eigentlich ja ganz anders. Ja. Kann ja sein. Und dann macht er da so ein Stimmenveränderungsdings drauf. Und der, den wir treffen, das ist so der, von dem die Stimme genommen wurde. Ja. Und ist eigentlich ein ganz anderer Typ. Eigentlich ist... überführt, würde ich sagen. Ich glaube auch, lass mal so Ex-Post-Videos machen. Ja, wir sollten einen Channel machen, wo wir über so welche Sachen reden. Kennst du Trau keinem Promi? Nö. Es klingt oft ganz genauso, aber der meint das ernst, glaube ich. Ehrlich? Ja, der deckt manchmal so... Der hat mal ein Video, was habe ich neulich gesehen, über Farid Bang, der angeblich eine düstere Vergangenheit hat. Jedenfalls wird Farid Bang unterstellt, dass er schwul sei. Okay. Und das alles nur spielt, dass er so ein krasser Ficker ist, der die ganzen Frauen bumst. Ja. Und eigentlich ist der schwul gewesen und auf den Strich gegangen. Und Trau kein Promi hat das. Er ist auf den Strich gegangen. Farid Bang ist auf den Strich gegangen. Angeblich sagt Trau kein Promi jedenfalls. Und der hat als Beweis dann sowas gebracht, wie das Farid Bang mal damals bei Oliver Geissen war. Mhm. In dieser Talkshow, bevor der bekannt war. Und das Thema war irgendwie, so eine Frau steht auf ihn, aber er will nicht. Ja. Und dieser Trau kein Promi sagt halt, aha, siehst du, der sitzt neben einer geilen Frau und der will die gar nicht bumsen. Eindeutig schwul. Oh, um Gottes Willen. Oh, ehrlich. Das war dann so Teil der Beweisführung. Ach du Scheiße. Der ist so voll in diesem Deutschrap-Ding. Ah, ist ja Comedy-Gold, das müssen wir uns auch mal reinziehen. Der weiß auf jeden Fall immer ganz viele Sachen. Ja. Alles Illuminaten und die stecken unter einer Decke und die machen so geheime Botschaften in die Songs und in die Videos. Oh. Und irgendwie sind die auch alle schwul und pädophil und alle sind, also alle Prominenten sind irgendwas, vor allem aus dem Deutschrap. Ja, klar.
alle schlimm. Mhm. Ich glaube, manche von denen mag er, weil er die irgendwie als Aussteiger sieht oder so, weil die das... Ah. Manche sagen das ja so, so Kollege, und ja, ja. Sagt er manchmal, ja, hier ist ja wirklich mit Illuminaten und so. Den findet er, glaube ich, dann in Ordnung. Aha. Aber ganz viele auch irgendwie nicht. Und dann sagt er, auch Satanisten sind es und auf jeden Fall ganz viele wilde Geschichten. Um Gottes Willen. Ich glaube, vielleicht stimmt doch einfach alles, was er sagt. Das, wir sind hier verrückt, wer weiß. Das wäre lustig. Stell mal vor, in 20 Jahren stehen wir als Schwurbler da, weil wir nichts dazu gesagt haben. 10 Jahren kommt das so raus und wir sagen, ach scheiße, warum sind wir nicht drauf gekommen? Und dann sagen, ja, ihr hattet doch hier Leon Lovelock und Torben, ja. Promi, habt ihr nicht zugehört. Aber hast du nicht auch Angst, stell mal vor, du wachst in 20, 30 Jahren auf mit dem Gedanken, Leon Lovelock hatte mit allen recht. Wäre schon geil. Stell dir mal vor, es wär ernüchternd. Wir könnten noch ein Video von dem noch gucken später. Ich habe von Leon Lovelock neulich ein Video gesehen, da hat der verborgene Geheimnisse geguckt. Ja. Das ist so ein spanischer Kanal, der so lustig auf Deutsch übersetzt wird. Ja. Und er sagt immer, dass das Dokus sind. Und die sagen halt immer... Dokus? Ja, sind alles Dokus. Und die sagen halt immer Namen von irgendeinem Typen, den man nicht kennt. Und dann sagen die, der spanische Wissenschaftler so und so sagte im 18. Jahrhundert. Und dann zeigen sie so Bilder und so. Und er sitzt dann so. Und dann fühlt er sich in allem noch bekräftigt in seinem Schwurbel, oder wie? Den noch gar nicht. Heftig, den mal. Oh, der hat das gesagt. Boah. Ach nee. Dann kommen so Stories, wie irgendwie ein kleiner, schmächtiger Mann hat ein Haus gebaut. Und der hat die Steine alleine transportiert. Aber der hätte die gar nicht hochheben können. Aber der hat die halt schweben lassen. Und er kann halt zaubern. Und Leon Lovelock sagt, seht ihr Leute, das kommt in der Doku vor. Das stimmt, der Mann, der kann so Steine schweben lassen. Um Gottes Willen. So gut. Um Gottes Willen. Das ist richtig witzig. Ach du Scheiße. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr B. Danke, Bastian. Packen Sie Ihren Stern ein. Jetzt kommt hier die ikonische Szene. Oh. Was? Wieso hast du es abgeschnitten? Da seht ihr dieses Grinsen. Was geht diesem Mann gerade durch den Kopf? Ist der wirklich glücklich darüber, dass er seine Macht ausspielen kann, um da einen hat er das Wort schon gesagt, aber Menschen zu ruinieren? Jetzt, wo man weiß, dass er das alles frei erfunden hat und die niedrigen Beweggründe kennt, kann einen das einfach nur noch wütend machen. Man kann wirklich nichts anderes als ausflippen. Gil erzählt uns noch, wie von ihm verlangt wurde, den Stern einzupacken, sonst dürfte er nicht einchecken, bla bla, das kennen wir ja schon. Und dann sorgt er nochmal dafür, dass auch ja jeder weiß, wo die Beschwerden hingehen sollen. Zu Herrn W. Das ist ein bisschen wie wenn du in einer Schulklasse sitzt und man sagt, say the word, los, mach das. Sag es. Wirklich? 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 Nee. Das ist so gut. Ich habe extra hier auch auf dem Stream-Deck. Kann man immer drücken. So geil, wie er extra nochmal hin will. Mal rüber, guck hier. Wirklich? So entsetzt du das mal. Übrigens, wenn ihr sauer seid, hier. Schlimm, Alter. Super gemacht, Gil. Zum Abschluss nochmal schön auf das Hotel drauffilmen und bestätigend nicken, was wir als Ziel ist zum Abschluss freigegeben ansehen können. Meinst du, ist der nur professioneller Musiker oder auch Schauspieler? Ich fand, das war eigentlich ganz überzeugend gemacht. Das war astrein, ne? Also, da kann man echt nichts sagen. Definitiv. Geiler Typ einfach. Fit Posso, moin. Kennst du den? Ist von dir? Nö, ich glaube, der ist von dir, glaube ich. Der hat zuerst Moin Imp gesagt und dann Moin Jay. Ich dachte, ich sag einfach mal Moin zurück. Ja, ich sag auch Moin zurück. Ja. Ganz bewusst. Und jetzt spreche ich über die Konsequenzen, die desaströsen Folgen, die diese Lüge mit sich gebracht hat. Vergesst nicht, Freunde, er war sich über alles, was gleich kommt, meiner Meinung nach völlig bewusst, weil er ja bereits im Hotel damit gedroht hat, dass das viral geht und für einen folgeschweren Shitstorm sorgt. Deshalb ist in meinen Augen davon auszugehen, dass Gil Ofarim sogar ganz genau wollte, dass das passiert, was ich jetzt schildere. Weißt du, wer da gerade eingezeigt wurde mit dem Auge? Weißt du, wer das ist? Irgendwer von Naruto? Irgendwer von Naruto, aber ich frage mich, warum der eingeblendet wird. Das frage ich mich. Sollte das gerade Just Nero sein, oder? Der Nero hat was von seinen Augen geredet und dann hat er hier so ein Auge ist zu, aber das andere leuchtet halt so geil. Ja, aber das ist ja so, genau, das ist ja in dem Anime auch so. Okay, den habe ich nie geguckt. Ich kenne vom Namen kenne ich Naruto, aber ich habe das nur, glaube ich, eine Folge geguckt und fand es nicht so spannend. Oder? Ja, ich habe mich nur gefragt, warum der Kakashi einblendet. Das ist so heißt der Typ. Ja, also nee, ich kenne den Typen, der die Dinger gemalt hat. Ja. Jedenfalls, Nero hat, glaube ich, einmal irgendwie ein Pack bei dem bestellt und hat gesagt, ey, mal mich einfach mal in 20 verschiedene Varianten, damit ich das immer einblenden kann. Und mach cool. Deswegen hat er sich so als der und als irgendwie so ein Dämon und als so verschiedene Dinge. Ja, aber die anderen Varianten, die sehen ja auch noch aus wie Nero, weil der sieht einfach nur aus wie Kakashi. Naja, der sieht genauso aus.
Ja, aber der hat halt so, ne, hat ja auch Maske und so ein Ding und so, dann kannst du vielleicht gar nicht, da siehst du ja für im Gesicht gar nicht so viel. Ja, ja, darum frage ich mich, warum man den dann, ja genau, darum frage ich mich, warum man den genommen hat. Der sieht ja einfach nur aus wie Kakashi. Bei den anderen Avatars, die einblendet, die sehen ja immer noch ein bisschen angenerot aus. Vielleicht sollte man den mehr neroen, also ja, an den Cutter, ne? Einfach mal konstruktive Kritik hier da lassen, ne, auch ein Stück ja. weit. Mach mal mehr das Nero-Ding in den Reihen. Die naheliegendste Konsequenz ist natürlich der Shitstorm. Ich glaube übrigens, das Ende wollte Geofarim nicht. Also am Anfang ist was passiert, was er wollte. Jetzt inzwischen, wie gesagt. Wahrscheinlich nicht, nee. Also ich wäre jetzt im Moment nicht so gerne Geofarim. Nee. Das haben schon viele Leute mitbekommen, wenn der jetzt nochmal irgendwo hingeht und sein Gesicht erkannt wird. Ich glaube, der ist bei vielen Leuten unten durch. Das glaube ich nicht, ist nicht geil gerade. Nee. Der das Hotel regelrecht überrollt hat. Diese Kotflut beschränkte sich allerdings nicht nur auf das Internet, wo Boykottaufrufe und schlechte Rezensionen auf das Westin heruntergehagelt sind, dass es eigentlich einen Wetteralarm hätte geben müssen. Die Folgen reichten bis in die analoge Welt. Solche Szenen hier waren an der Tagesordnung. Das Hotel wurde komplett... Nimmst du so Dinge eigentlich ernst, so Bewertung? Doch schon. Also ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel auf... Lieferando bestelle oder wenn ich nach einem Restaurant gucke, dann gucke ich schon auf die Bewertung. Wenn es da ein Restaurant gibt, was nur 1,5 Sterne hat, dann sage ich mir vielleicht eher, okay, das hat vielleicht eine Daseinsberechtigung, gehe ich vielleicht nicht hin. Ne? Die können das aber auch löschen lassen, glaube ich. Die können irgendwie sagen, hier ist, also weil das halt inzwischen ja auch bekannt ist, dass Leute sowas machen, um da irgendwelche Fäden auszutragen, dass man, glaube ich, Antrag stellen kann, irgendwie sowas wie. Ich weiß nicht, ob du einen Anwalt machen musst oder. Aber irgendwelche Firmen können jedenfalls sagen: Ey, wir haben hier einen Stern bekommen und das ist aber ungerechtfertigt. Und das stimmt gar nicht, was uns hier vorgeworfen wird. Oder die sagen irgendwie: In unserer Datenbank ist aber gar kein Nutzer mit dem Namen oder irgendwie sowas. Und dann können die das so wieder löschen lassen. Ja. Deswegen, am Anfang habe ich das auch öfter gemacht. Inzwischen vertraue ich irgendwie weniger da rein und denke, wenn man Bewertungen liest, finde ich, ist es eigentlich am sinnvollsten, so die so mit 3 oder 4 Sternen zu lesen. Ja, fühle ich. Weil ich glaube, ja, die mit 5 die übertreiben und die mit 1 die untertreiben. Und absolut. Deswegen einfach so die Mitte irgendwie. Dann sagen wir, ja. Genau so ist es. Also auf die Extreme würde ich jetzt immer nicht achten. Wenn du zum Beispiel etwas hast, wo du sagst, das hat nur 1 oder 1,5 Sterne, dann kann man schon davon ausgehen, dass es vielleicht schlechter ist. Ne, aber wenn du einen hast, der auch nur 5 Sterne Bewertung hat, würde ich auch skeptisch werden. Ja, gesagt, am besten sichersten 4 Sterne, so, dann passt das schon oftmals. Ja? Hat einer mal gesagt, Google Reviews kann man mit dem Anwalt löschen lassen. Hast du manchmal Google Reviews gemacht? So? Bei Shoyukas Firma schreibe ich dir immer. 5 Sterne immer. Ne? Unmenschliche Arbeitsbedingungen. Chefin, Tyrannen. Nein, Spaß. Ich habe das schon mal gemacht tatsächlich. Ich habe auch früher manchmal Sachen eingetragen. Ja. Ich kriege inzwischen jetzt manchmal E-Mails, dass sie gelöscht werden. So Sachen, die vor 3 Jahren oder so eingetragen hat. Dion hat mir das mal gezeigt. Er hat gesagt, man kann bei Google Maps, konntest früher irgendwo draufklicken. Ja. Einfach sagen, so hier ist mein Geschäft und dann konntest du da irgendwas eintragen. So, dann lädst du irgendwelche Fotos hoch, machst irgendeine Uhrzeit, machst irgendeinen Namen, konntest dir alles ausdenken. Und solange das nicht gemeldet wird, passiert auch nichts. Ach krass. Und ich habe auch hier und da vielleicht mal das ein oder andere Geschäft eingetragen oder das ein oder andere Bild mit hochgeladen. Und das dauert manchmal echt lange, bis die rausgenommen werden. Teilweise haben die irgendwie 10.000 Aufrufe gekriegt oder so, bis das mal verschwunden ist. Ja, man kann schon recht viel Unsinn machen. Also man sollte sich nicht verspaßen. Ich wurde irgendwann so zum Local Guide ernannt, weil ich so oft irgendwas da gemacht habe. Aber manches wurde auch halt rausgenommen, wenn ich so bei... Weißt du, wenn so Freunde von ihrer Arbeit erzählen, dass es da halt irgendwie scheiße ist und was der Chef so macht oder so. Ja. Und dann vielleicht auch mal die Firma schlecht bewertet, wenn die kündigen und sagt so, der Chef ist ein Wichser, in dem Laden schimmelt alles oder so. Das ist nicht okay, das sollte man nicht machen. Aber manche Chefs sind halt auch Wichser, ne? Deswegen vielleicht. Fühl ich. Ich hätte mich auch hinsetzen können vor den Laden und sagen können, ich habe hier gerade gegessen, ich habe jetzt Salmonellen, wirklich. Also. Naja. Ich habe immer nur eine Bewertung geschrieben. Du hast sie mobilisiert mit deiner Lüge. Das sind Menschen, die an dich geglaubt haben und sich für etwas Gutes einsetzen wollten, die sich dafür stark machten, Antisemitismus zu bekämpfen. Im Endeffekt haben die Demonstranten aber einfach den Falschen getroffen. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie sehr die Besucherzahlen eingebrochen sind. Man kann jetzt sagen, okay, ist halt eine riesige Hotelmarke, die werden sich von dem Schaden, der übrigens in Millionenhöhe lag, schon erholen. Ihr vergesst dabei aber etwas. Es gibt in diesem Hotel auch Mitarbeiter. Mitarbeiter, dessen Job und Existenz du möglicherweise gefährdet hast, lieber Herr Ofari. Ist dir bewusst, dass auch diese Menschen angegriffen wurden? Gerade in solchen Zeiten, wo sowieso viel gemacht wird. Hast du dich das auch gerade gefragt? Hat das irgendeinen tieferen Sinn? Ich glaube, es soll einfach nur cool aussehen. Ein dämonisches Zeichen. Man weiß es nicht, ne?
Also wir haben ja gerade über Trau kein Promi geredet, der kann das ja mal gucken und so Sachen analysieren. Absolut. Das B ist rot, das steht für Beelzebub. Würde ich mal angucken, ja? Würde ich mal angucken, ne? Attila Hildmann hat damals auch gepostet, wenn du den Personalausweis so um 90 Grad drehst, oh, das ist in diesen Hintergrundmustern, da sind so Linien, da ist ein Satan mit Hörnern. Oh. Das ist anstrengend. Es gibt ja allein geführt 1000 Verschwörungstheorien, wenn es allein um den Personalausweis geht. Ja. Weil da steht Staatsangehörigkeit Deutsch steht da. Mhm. Haben da manche daraus gemacht, ja, du bist jetzt kein deutscher Staatsbürger, sondern deine Staatsangehörigkeit, du gehörst nicht zu Deutschland, sondern du bist nur deutsch. Das ist eine Verschwörung und das heißt, weil du keine deutsche Staatsbürgerschaft hast, sondern da nur Deutsch steht, können die dich all dein Hab und Gut quasi enteignen. Die können die ja eh. Ja, aber genau. Aber die kommen damit über den Personalausweis, weil das da steht. Deshalb musst du nach Russland fahren, das umtragen lassen, nach russischer Staatsbürger und dann bist du sicher. Ah. Da bist du sicher. Ja, logisch, ne? Also steht auch Personal, weil du bist Personal. Richtig, genau. Ich finde das auch sonst immer geil, wenn die irgendwie so. Also du hast gleichzeitig diese Weltsicht, dass du sagst, die ganze Regierung, alle Gerichte und so. Alles ist irgendwie gefaked und gekauft, aber wir stellen Merkel vor Gericht. Ja. Vor welches denn? Oh. Das ist ja völlig dumm. Stimmt, die Logik ist ja an sich schon inkonsequent. Das ist ein guter Punkt. Ist ja dämlich. Familien an der Tagesordnung ist, sollte man doch bitte nicht dafür sorgen, dass dann auch noch potenziell Jobs gefährdet werden, ja? Gut, ich ist dir wahrscheinlich egal. Dir wurde ja immerhin nicht der rote Teppich ausgerollt. Also, selber schuld, ha? So ein Entenschubser. Die zweite Konsequenz. Gil Ofarim hat jeden, der öffentlich hinter ihm stand, lächerlich gemacht und verarscht. Wie gesagt, ist es ja eigentlich richtig und wichtig, sich gegen Antisemitismus zu positionieren. Die Leute waren allerdings teilweise so sauer, dass sie in ihrem Protest zu weit gegangen sind. Mal eine ganz andere Sache wäre Steffen Halaschka. Der hat... Übrigens, wo gerade dieses Quaken drüber war und Entenschubser und sowas, ne? Ja. Angeblich gibt es bei YouTube, also ich für alle YouTuber jetzt, falls ihr zuguckt, ne? Ihr kennt ja sicher diese Späße von wegen... monetarisiert, so gelb eingeschränkt oder gar nicht, ne? Es gibt aber vom Grünen nochmal unterschiedliche Stufen. Was? Und es gibt, das siehst du aber nicht. Es gibt einmal, dass du komplett kid-friendly und höchste Stufe bist. Ja. Kann man alles werden. Dann gibt es aber auch welche, die sagen, ja, der ist nicht ganz böse, aber der sagt vielleicht mal fuck oder sowas. Ja. Und es gibt wohl Leute, die das irgendwie getestet haben oder die intern was ausplaudern, dass wenn du so ein Fuck überpiepst, dass du dann eh in die gleiche Kategorie kommst, wie wenn du es einfach aussprichst. Ja. Nur in den ersten Sekunden solltest du es nicht machen. Woher weißt du das? Und nicht übertreiben. Wo hast du das gehört? Das ist ja voll interessant. Vielleicht aber. Ah! An Nero, also wenn du da drüber quarkst, ist wahrscheinlich der gleiche Effekt, wie wenn man es einfach sagt. Weil ach, krass. Ich werde das auch öfter mal gefragt. Bei mir sind voll viele Videos grün aktuell. Mhm. Ne? Also es ist immer so mit Wählen, mal so. Jedenfalls, ich spreche ja ganz viele vulgäre Wörter einfach aus und Leute sagen so, hey, ich dachte, ihr dürft das nicht. Alle YouTuber, die ich gucke, das immer ausgepiept und so, aber wahrscheinlich ist es egal. Also die AI, die bei YouTube nehmen, die ist ja auch nicht doof. Ach, als krass. Ob du die so leicht verarschen kannst. Also die kommen ja immer weiter. Ja, safe. Als ob die irgendwie alles Mögliche erkennen, aber wenn du dann einfach ein Quarkgeräusch über ein Wort machst, dann wissen die ja, was dahinter ist. Also, so wie viel Prozent deiner Videos sind grün, so auf Anhieb, wenn du Titel einträgst und dann loslegst? Aktuell fast alle. Aktuell fast alle? Jetzt, Dezember lief gut. Und was machst du mit denen, Dezember. Die gelb sind? Mal so, ne? Ja, was tust du mit denen? Manchmal lade ich die ja nicht hoch, manchmal schalte ich die trotzdem frei. Aber ich habe vielleicht einen Tipp für dich, wie du die noch grün bekommst. Ja, kannst du mir ja hinterher erzählen, ja, dass du jetzt zu viel verbrauchst. Nee, safe. Die Konkurrenz ausschalten. Ja. Systematisch. Hat in seiner Sendung am 29.11. mit Ofarim aber mal gehörig abgerechnet, weil er auch ihm zweimal direkt ins Gesicht gelogen hat. Ich bin gefragt, ob man bei Gelb gar kein Geld kriegt. Doch, aber das ist so ungefähr, du kriegst so 10% oder so von dem, was du sonst kriegen würdest. Auf jeden Fall deutlich weniger. Das ist halt nicht die Hälfte, ist wirklich so, ja, 5-10% von dem, was man sonst kriegt. Wie oft hat Jay jetzt schon interessant und ist ja krass gesagt? Ja, ist ja auch ein interessanter und krasser Stream hier, wenn wir schon mal zusammensitzen. Ne, Funk arbeiten, so Reportagen machen. Ja, wer will mir das denn vorwerfen hier? Ne? Ist ja schon interessant, ne? Ja, findest du es eigentlich auch gut, wenn wir mal, obwohl ja, mich kennen die, aber wenn du einfach dich mal bei Funk bewirbst und würdest du dafür die Face-Reveal machen, dass du
in so eine Funkreportage gehst, dich interviewen lässt, dass du irgendeinen Fetisch hast oder so, weil man erkennt das dann ja nicht. Und dann kannst du hinterher, also du lässt dich erst interviewen ohne deine Maske so, erzählst, dass du da, weiß ich, dass du auf Füße stehst oder was auch immer die so senden. Das wäre ein Baba-Face-Reveal. Und dann einfach wenn ich dann ein großes Enthüllungsvideo drüber mache und dann drüber rede und irgendwann kommt dann das Face-Reveal und dann sage ich, ich war der Typ. In der Mitte ziehst du Maske runter und sagst, in die Doku hier, der. True, es wäre schon stark. Also ich habe gedacht, eigentlich finde es für mich ja auch witzig, wenn ich da auftauche, aber die sortieren mich doch raus, wenn ich mich da bewerbe und sage, hundertprozentig, mich hat es gewundert, dass du bei ARD reingelassen wurdest, da wo Dara Stammgast ist, bei dieser Talkshow da. Zweimal war ich da schon. Aber jetzt letztes Mal war die ganze Zeit so eine Anfrage, ich, und dann war irgendwann so Anfragen wieder auf null. Und dann habe ich nochmal gesagt, ich möchte gerne mitmachen, dann durfte ich nicht. Das heißt, du warst in der Warteschlange und die haben andere vorgelassen. Ja. Hattest du einen Davidstern irgendwo? hattest du irgendwo vielleicht einen Davidstern um? Ist das. Also das Blöde am Judentum ist ja, du kannst recht schlecht konvertieren. So, wenn du keine jüdische Mutter hast, dann ist halt doof. Ja. Weil sonst könnte man natürlich konvertieren, um anderen Leuten Probleme damit zu machen. Hat ja bei Gil auch ganz gut funktioniert, deswegen. Interessant, das ist ja krass. Aber man kann da nicht so gut konvertieren. Wenn du sagst, ich bin ja der Erste quasi, meine Mutter ist nicht, dann ist es schon ein bisschen schwieriger wieder. Schade eigentlich. Er hat seine Plattform benutzt, um diesen armen Mann zu diskreditieren. Wie kann man denn so dreist aber sein? Aber hat Steffen Halaschka da einen großen Schaden von getragen? Ich habe keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht mitgekriegt, dass der jetzt irgendwie groß Ärger bekommen hätte? Weiß nicht. Oh, es hat gerade jemand vom Äqualisten adoptieren lassen. Kann man sich von einer jüdischen Frau adoptieren lassen, um zu sagen, meine Mutter ist Jüdin, ich bin jetzt auch? Geht das? Weil man kann sich, glaube ich, von Leuten adoptieren lassen, die jünger sind als man selber. Ich glaube, das geht irgendwie. Ich wusste gar nicht, dass sie Jüdin ist. Ja, die hat so Videos gemacht, wo sie es erzählt hat und so Lieder gesungen, auf Hebräisch, glaube ich, oder so. Aber das könnte gehen, ne? Einfach, vielleicht sich einfach adoptieren lassen. Und dann auch so noch Kette jede Einladung in alle möglichen Sendungen und Talkshows anzunehmen, um seine Geschichte weiter zu verbreiten, obwohl man zwischendurch mitbekommen hat, was das für Konsequenzen mit sich trug. Das war ihm alles egal. Er wollte einfach weiter Cloud-Farming betreiben, auf die Kosten von anderen. Ja, so viele Menschen sagt, nein, wurden so die wieder akzeptieren das dann nicht, schade. Verarscht. Und das Ganze zieht noch einen weiteren Schwanz hinter sich her. Die dritte Konsequenz. Nicht nur wurde mit seiner Paulanergarten-Eskapade dem Kampf gegen Antisemitismus massivst geschadet, sondern auch vielen in Deutschland lebenden Juden generell. Wenn mal Anschuldigungen ähnlicher Natur an die Öffentlichkeit geraten, die wahr sind, wird der ganzen Sache weniger Glauben geschenkt, weil es genügend Trottel gibt, die das Ganze instrumentalisieren und versuchen, Verknüpfungen zwischen separaten Fällen herzustellen, wo es eigentlich keine Verbindung gibt. Nur wegen dir, Gil Ofarim, der Zentralrat der Juden in Deutschland. Ja, nicht nur wegen dir, auch wegen anderen, aber schon hauptsächlich wegen dir, ja. Folgendes. 2 Jahre lang. Die Frage, ist Jay mit der Maske vor deiner Tür gestanden, fragt Kita 2010. Und die Frage kriege ich tatsächlich regelmäßig. Es gibt Leute, die immer noch davon ausgehen, dass KuchenTV gar nicht mein richtiges Gesicht kennt, obwohl ich schon mehrmals mit ihm gestreamt habe. Kann ja sein. Jetzt ob ich immer, wenn ich mit ihm chille, mit dieser Maske und dem Ding da bin. Die Leute immer. Sind schon hart. Ja, gut, stimmt. Stell mal vor, ich wäre zu deiner Geburtstagsfeier gekommen und ich hätte die ganze Zeit das so getragen. Ja, wäre doch geil. Das wäre schon geil, ne? Man hätte dann sagen können, ich habe dich engagiert und du bist ein Entertainer oder so. Ich hätte nebenbei noch ein bisschen jonglieren können und dann hätten wir das auf Werf gekauft. Der macht hier Live-Reaction, ihr macht irgendwie Party und er sitzt in der Ecke und sagt, oh, das ist ja krass. Wäre vielleicht geil, oder? Eines Leipziger Hotels des Antisemitismus beschuldigt. Nun hat er gestanden, dass er gelogen hat. Damit hat Gil Ofarim all denen, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind, großen Schaden zugefügt. Ja. Neben der Öffentlichkeit hat er auch die jüdische Gemeinschaft belogen. Wir haben in unserer Gesellschaft... Aber ist geil, ne? Dass so der Zentralrat der Juden einfach sagt, der Ofarim ist ein scheiß Lügner und es stimmt alles gar nicht. Ja. Steht hier, guck mal, wir verurteilen das Verhalten von Gil Ofarim und trotzdem Sascha Lobo und so sitzt da und sagt, na, aber vielleicht. Wer ist Sascha Lobo nochmal? Sascha Lobo, kennst du nicht, der mit dem roten Iro? Aber inzwischen ist Pink. Keine Ahnung. Feel the News Podcast. Kennst du Jude Lobo vielleicht? Hast du Deutschrap-Interviews früher gemacht? Okay, nee, so tief bin ich nicht in der Thematik drin. Den hast du garantiert schon mal gesehen, warte. Sicher?
Sascha Lobo, ich zeig dir einmal ein Bild. Ich gebe mich nicht mit Punks ab. Naja, aber der ist halt nur, also das ist Marketing, ne? So, der ist kein Punk. Der macht wirklich, der macht diese Frisur nur wegen, der hat sogar selber schon gesagt, das ist Marketing und es geht um Wiedererkennungswert und sowas. Also, das hat mit Punk nicht viel zu tun. Das ist einfach, weil er dachte so, ich sitze in Sendungen, wo alle einen Anzug und eine normale Frisur haben und ich habe auch einen Anzug, aber ich habe immerhin so eine Hahnenfrisur und dann fällt er halt irgendwie auf. Hat ja, aber würde es doch sinnvoll sein, wenn man dann auch noch sinnvolle Sachen sagt. Das würde, also... Der hat gesagt, bei, das ist hier, guck mal, das ist irgendwie ein Joke darüber, dass sie ihm eine Glatze gemacht haben, weil der hat was, als es mit Winnetou und so war, hat er irgendwie gesagt, kulturelle Aneignung ist irgendwie eine blöde Sache und man sollte das nicht machen. Mhm. Und hat dann selber gesagt, ja, also ich habe schon auch so eine Irokesenfrisur, aber... Und bei ihm, er hat dann gesagt, ja, andere Kulturen haben ja auch so ähnliche Frisuren und bla bla. Aber das ist halt schon geil, wenn er sagt, naja, also kulturelle Aneignung geht nicht mit Frisuren bei Weißen und so. Und dann, ja gut, Irokese, ist nur ein Indianerstamm, aber... naja, geiler Typ halt. Ja, es ist schon witzig, ne? Wenn selbst der Zentralrat sagt, das ist ein Penner, dann vielleicht jetzt nicht sagen irgendwie, ja, aber der hat ja die Kette in der Tasche, also... Na, schon gut. Schafft ein Antisemitismusproblem. Viele sind gerade... Guck mal, jetzt wird hier gerade von Morph eingeworfen. Sascha Lobo ist ein neoliberales Opfer. Wirklich extrem anstrengend, der Typ. In der jetzigen aufgeheizten gesellschaftlichen Situation verunsichert und erleben Hass und Ablehnung. Die vierte Konsequenz hat mit dem Zeitraum zu tun, in dem er das Geständnis abgelegt hat. Wie schon vom Zentralrat richtig gesagt, ist das wirklich das schlechteste Timing, das man haben kann. Ihr wisst, dass die gesellschaftliche Stimmung gerade wirklich alles andere als entspannt ist durch den eskalierenden Konflikt im Nahost. Da muss ich auch sagen, da hat er wirklich Pech gehabt, ne? Weil das wusste der ja nicht. Der hat ja vor 2 Jahren diese Story gemacht. Ja. Und dass jetzt der Gerichtsprozess ist, ist ein scheiß Timing, konnte er nicht vorher wissen. Ne? Ja, voll auf die Füße gefallen. Gott sei Dank. Man muss halt bedenken, jede Gruppe, egal wie legitim das ist, dass sie manchmal diskriminiert werden oder auch oft diskriminiert werden. Da gibt's hast du gerade Diskriminierung gegutheißt? Nein. Hast du das gerade getan? In jeder Gruppe musst du so einen Space dafür lassen, dass du da ein paar Arschlöcher dabei hast. Ah, ist das so? Kann das sein, dass Hitler gar nicht so schlimm war? Vielleicht war. Also vielleicht hat er auch mal eine Kette getragen. Wir distanzieren uns. Aber man muss wirklich, also egal zu welcher Gruppe ihr gehört, Lifehack für euch, ne? Ihr müsst immer einen Space dafür lassen, dass ein paar Leute so Imposter sind, dass ihr irgendwie so ein paar crazy Leute dabei habt und sagt, ey, wir sind nicht eine komplette Community, wo sich alle lieb haben. Richtig. Wo alle cool sind, sondern bei uns gibt's auch Arschlöcher, weil dann kannst du am Ende immer noch sagen, ja, wie gesagt, ja, 1% von denen sind Spinner. Richtig, aber uns, bei mir in der Community ist auch schon ganz klar, wer das ist. Das ist Hauptmann Hajo, der ist ein absoluter crazy Typ, der ist bestimmt auch hier. Hast du ihn schon gebannt? Noch nicht, aber weißt du, wie ich bei mir Leute banne? Nee. Also ich drücke ja nicht nur auf den Bannknopf, bei mir ist das eine Verbannung und dann läuft aus König der Löwen Verbannung, es ist immer ein richtiges Spektakel. Ich lasse dir halt alle hier die schlimmen Leute, damit die sich mehr von mir anhören und zur Besinnung kommen. Das ist auch nicht schlecht. Sozialarbeit so ein bisschen. Das ist auch nicht schlecht, ja. So du probierst die Problemfälle irgendwie noch umzukrempeln. Ich will die krassesten Extremisten von allen Seiten hier versammeln und dann will ich, dass sie ins Gespräch gehen miteinander. Ich will hauptsächlich keine Zentristen haben. Ich verstehe, okay, gut. Also wenn ihr so SPD, CDUler seid, ihr könnt alle gehen, aber ich will Linksradikale und Nazis und religiöse Fundamentalisten und so Anarchisten, die vielleicht einfach gar keine sonstige politische Ideologie haben, die einfach nur Krawall machen wollen. Richtig. Und Verschwörungstheoretiker alle. Ich will alle von den Rändern, aber also wie so ein Donut quasi. Ja, egal in welche Richtung, Hauptsache radikal. Hauptsache so, das, so der, so der letzte Abschaum von rechts oder links. So. Ja, ja, alle Verrückten. Ja, wichtig. Shitshow, die Ofarim da abgezogen hat, stellt einen echten Bärendienst für Betroffene von Anfeindungen dieser Couleur dar. Ihr habt keine Vorstellung davon, was dieser elende Lügenlord angerichtet hat. Selten gab es so viel offen auf... Du hast in deinem Leben... Also jetzt mal, du hast in deinem Leben wegen einer Sache gelogen. Also das war ja im Prinzip eine große Lüge. Aber eine große. Die er dann weitergeführt hat. Und auf einmal, 2 Jahre später, bist du der Lügengott. Als hättest du in deinem Leben nie die Wahrheit gesagt. Also ich fühle das natürlich, weil die Lüge, die geht natürlich gar nicht, was er gesagt hat, aber er ist der Lügengott. Das Blöde ist halt, sonst ist es schon schwierig, wenn du... irgendwie bei im Privaten gelogen hast oder so, dann zu 1-2 Leuten zu gehen und zu sagen, sorry, ich habe gelogen, aber bei dem, ey, das,
der hat ja überall gesessen, das hat ja jeder mitgekriegt. Das haben ja irgendwie, also ich weiß nicht, ob alle 80 Millionen Deutschen das mitgekriegt haben, aber auf jeden Fall bestimmt so die Hälfte oder so. Der hat reingeschissen, weil diese Lüge einfach Dimensionen angenommen hat. Das ist einfach brutal. Aber zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt das Beispiel so mal so ein ApoRed nimmt, der ist ja ein notorischer Lügner. Also der hat ja wirklich in verschiedenen Bereichen immer und immer wieder gelogen und in unterschiedlichen Sachen auch. Also wirklich notorisch gelogen. Ne? Mhm. Das wäre für mich auch so ein Lügengott. Im Prinzip. Je mehr Leute du angelogen hast, desto schwieriger ist es ja dann am Ende, das zuzugeben. Safe. Er ist für mich einfach ein widerwärtiger Haarsohn. So würde ich sagen. Aber er hat es durchgezogen für 2 Jahre. Ne? Er hat halt einmal richtig Scheiße gebaut, glaube ich. Ja. Und ich wette, der hat 100% richtig oft alleine irgendwo gesessen und dachte, fuck, was mache ich denn, wenn das auffliegt? Gerät völlig außer Kontrolle. Der hat, glaube ich, einfach völlig emotional hat er gesagt so, du kleiner Wichser, dir zeige ich es, Alter, ich setze jetzt die heftigste Waffe ein, die ich habe gegen dich, dann geht's nach hinten los und er saß garantiert in dem gleichen Hotelzimmer und dachte, scheiße. Ich komme mich aus der nochmal wieder raus und dann denke, ich mache hier Double Down und ich versuche nochmal. Oh, schlimm, ey. Er hätte natürlich direkt einen Tag später sagen können, aber dann, weiß nicht. War ein Prank. Wie gesagt, je länger er das macht, desto schwieriger ist. Je mehr Leute mitbekommen, desto schwieriger. Und irgendwann jetzt sitzt er halt vor Gericht und denkt, scheiße, Alter, jetzt haben die Kameraaufnahmen und alles. Und ja, aber meinst du, er hatte so 2 Jahre lang jetzt richtig Paranoia so? Meinst du? Meinst du, er hat sich so richtig Sorgen gemacht, saß überall und dachte sich so, scheiße, wenn das auffliegt, bin ich gefickt? Oder er dachte, ich nutze das jetzt und mache mir richtig die Taschen voll? Weil der hat ja wirklich auch Chance wahrgenommen, um dort weiter zu lügen auch. Der sieht ja auch sehr auffällig aus, ne? Also der könnte jetzt, weiß nicht, wenn du den jetzt irgendwo triffst, so, den erkennst du ja, ne? Ja, der ist ja auch nebenberuflich Musiker, ne? Ja gut, das war nebenberuflich, ne? Also der kann nebenberuflich Musiker. Ich denke mal, das wird man hauptsächlich in Deutschland mitbekommen haben. Ja. Wenn der jetzt auf Englisch singt und auswandert, dann kann er in anderen Ländern, glaube ich, noch auftreten. Ja. Ich weiß nicht, wie das so mit Ofarims Erfolg aussieht. Kann man das nicht mal nachgucken? Ja, einfach Gil Ofarim. Wir machen einfach Unternehmensberatung für ihn kostenlos. Mhm. So, also, der kommt aus München. Musikkarriere, hat der nicht hier irgendwo Verkaufszahlen? Ah, schade. Also 4 Alben. Ja, guck mal hier, aber vor allem hier Erfolg Deutschland, Österreich, Schweiz, US, UK. Ah, hier keine Chartplatzierung. Der hat erst 2020 wieder. Der hat auch Filme gedreht. Ach, guck mal, danach hat er noch einen Film gedreht. Hier, Die Passion hat er noch gespielt, nachdem er da diese Western-Nummer abgezogen hat. Er hat so Fixer-Sachen gemacht, ne? Hier, Endlich Sex, Strip Mind. Der hat Synchronsprecher gemacht bei Verwünscht. Den Film kenne ich. Okay, My Little Pony. Der hat Synchronsprecher mit My Little Pony gemacht, okay. Ja, geil. Ja, hier, keine Ahnung, was hat der? Die Passion of. Ach, der hat hier auch noch so Bands. Okay, Hauptartikel. Wenn der irgendwo in einem anderen, vielleicht hat er irgendwo in einem anderen Land. 8 hatte er. Ist der in der Mitte hier? Ich habe auch gerade überlegt. Wahrscheinlich nicht, ne? Also Gesang und Gitarre, doch, dann wird er das sein, ehrlich? Oder? Ehrlich? Doch, das ist der, oder? Ich erkenne ihn gar nicht ohne seinen Judenstern. Ja, jedenfalls, weiß nicht, steht jetzt hier nicht, dass sie irgendwie groß Erfolg haben? Haben die hier mit dem Ding hier groß Erfolg? Zoo Army hat. Ach, guck mal, hier hat er auch einen Bruder. Oder zumindest irgendwie einen Verwandten. Aber für den ist das auch scheiße, ne? Tal Ofarim. Stell dir mal vor, du bist Tal Ofarim. Dein Bruder geht halt irgendwie so zu Instagram und baut Scheiße und du kriegst das mit ab. Schwierig. Oh Mann. Das ist auch kacke, ne? WhatsApp bekommen. Geil, danke sehr. Was war das hier? God-liked. Danke sehr. Ich finde jetzt nichts raus, ob der irgendwo vielleicht. Also, wenn das jetzt hier irgendwo so ein. Ach, hier, guck mal hier. 98 war der immerhin, US, UK auch ein bisschen. Mhm. Aber hier sind auch nicht alle Länder dabei. Also vielleicht ist der ja ein Riesenstar, weiß nicht, in Australien oder so oder in keine Ahnung wo. Oder vielleicht in Asien oder naja, irgendwo. Da müssen sowas. Ja, diese Star-Allüren auch herkommen, ne? Von der Halskette. Ja. Ja, aber vielleicht. Oh nein. Der Judenstar. Och nee. Ach, guck mal hier, der hat eine Platin-Schallplatte in Thailand. Ah! Und in Taiwan. Er ist tatsächlich in Asien voll die Nummer. Kann er nicht dann dahin jetzt? So, die haben das ja alle nicht mitgekriegt, oder? Die können ja kein Deutsch wahrscheinlich. War ein smarter Move, ne? Aber das ist jetzt halt auch schon 20 Jahre her, ne? Also. Ja. Aber gut, vielleicht kann er ja nach Thailand auswandern. Und, obwohl, da gibt es halt auch in Thailand gibt's auch viele, die Deutsch können. Das ist ein bisschen doof. Aber vor allem, das sind halt, also die Deutschen in Thailand, das sind ja nur irgendwelche Sextouristen und so. Die, richtig.
ausgelebten Antisemitismus wie gerade und diese Geschichte ist Wasser für die Mühlen glühender Antisemiten und befeuert den Hass erst recht. Ihr könnt euch sicherlich denken, wie sehr dieser Fall gerade ausgeschlachtet wird, um das Narrativ weiter zu pushen. Das Ganze hat solche Wellen geschlagen, dass es zu einem internationalen Skandal wurde. Was war das jetzt hier eigentlich? Ist das tief weiter zu pushen. Das Ganze hat... Ist es Rick and Morty oder sowas? Oder was ist das? Was war das da? Ja, ja, was ist das da gemalt? Das ist einfach wieder irgendwie so ein Avatar. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht Rick and Morty. Aber die haben da auch, glaube ich, so ein grünes Ding. Ja, aber dann ist es ein ganz anderer Artstyle, ne? Ja, ja, das ist ja auch mehr anime-mäßig. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich Rudi aus Buddeln grüßen soll. Warum auch immer. Achso, ja, Grüße. Hat solche Wellen geschlagen, dass es zu einem internationalen Skandal wurde und Leipzig von Medien aus anderen Ländern als antisemitische Hochburg. Und Deutschland zum Beispiel. Leipzig ist ja nicht Deutschland, ne? Du hattest recht. Scheint von Rick und Morty sein, die Portal Gun, aber okay. Na gut. Das Bild, das viele von Deutschland haben, ist ohnehin nicht allzu gut. Ja, deswegen sollten wir ja vielleicht echt einfach... Guck mal, bei der Flagge da, es gab mal noch eine deutsche Flagge, die hat in der Mitte da so einen Zirkel drauf gehabt. Ja. Da war Leipzig dann auch drin. Mhm. Wir könnten uns abkapseln von unserem schlechten Ruf. Also von Leipzig. Ja, ja, wir könnten also erstens die DDR wieder machen. Ja. Und dann könnten wir vielleicht noch Bayern, das ist ja eh Freistaat. Okay. Und dann benennen wir den Rest von Deutschland einfach um. Ja. Und lassen das ganze schlechte Image, was Deutschland in der Welt hat, einfach, das lassen wir in Osten und in Bayern. Ha! Wenn die Amis dann kommen und sagen, hey, Oktoberfest, Lederhosen saufen, dann sagen wir, ja, das sind die Bayern. Und dann sagen die hier, dieses mit den Nazis und den Westin und so, dann sagen wir, ja, Ostdeutschland. Und dann können wir uns nochmal... Guter Punkt, ja. Rebranden. Rebranden. Was hältst du von Neodeutschland? Oder Neudeutschland? Ja, weiß nicht. Vielleicht hat der Chat auch eine gute Idee, wie man es nennen kann. Vielleicht auch Implant oder so. Implant, ja. Du kannst auch dann, weil wir die Idee hatten, kannst du ein Bundesland umbenennen. Wenn du jetzt ein Bundesland benennen könntest, wie würdest du nennen? Nordrhein-Westfalen. Oh, eine Idee. Ne? Weiß nicht. Was würdest du machen, wenn du jetzt, du dürftest jetzt eine Straße benennen? Ja. Wie würdest du sie nennen? Wie würde ich sie benennen? Leute sagen Neuland. Ich würde wahrscheinlich... Landland ist eigentlich geil. Landland. Kaufland wäre auch gut. Ich würde wahrscheinlich irgendeinen Insider nehmen, damit ich und meine Community uns das Fäustchen lacht. Ja. Irgendeinen dummen Insider. Ich würde entweder was machen, glaube ich, was man so gar nicht aussprechen kann, was so komplett kompliziert ist, was super lang ist vielleicht. Neuschwabenland ist witzig, aber Neuschwurblerland wäre auch lustig. Oder so Lügenland. Einfachstraße, Waschstraße. Freiraumstraße. Vielleicht. Aber wenn ich, also das würde ich gerne machen. Sparta. Sparta ist eine gute Sache. Sparta wäre gut. Sparta. Das ist, glaube ich, guten Ruf. Neu-Sparta, das ist cool. Sparta wäre gut. Das ja, ja, doch, Sparta ist gut. Idee, ne? Das hat halt auch schon ein bisschen so, der Name ist schon bekannt, ja. Aber nicht mehr so richtig. Ja, ja, aber weißt du, was halt doch cool wäre, wenn da Sparta heißt, ne? Also theoretisch hast du dann ja so einen Ort und die Leute fragen, ey, was ist denn das da drüben? Und du sagst nur, das ist Sparta! Ja, wäre gut, ne? Wenn das du so in Österreich an, ne? Oder Holland bist, dann kannst du an der Grenze stehen und rüber zeigen. Ja, ja, ja. Das ist Sparta! Um Deutschland rum, also um Sparta rum, müssen dann auch so Löcher immer gemacht werden. Und dann musst du mit reintreten, während du das tust. Einmal rum. Das wird der Insider. Kannst du dann alle Sprachen lernen, so auf was das ist Sparta auf Polnisch heißt. Ja. Oder so warum auf Dänisch denn nicht? Oder so. Glaube ich gut. Oder ja. Vielleicht will ich auch so England 2 nennen oder so. England 2. Dann haben wir einen besseren Ruf auf jeden Fall. Na, einfach halt, weil das so, da kann man denen auf den Sack gehen mit. Ja, stimmt. England 2. Oder du machst so, du sammelst so ganz viele Buchstaben aus verschiedenen Sprachen, so ein bisschen Arabisch, ein bisschen Chinesisch und bringst das ineinander, weil dann kann wirklich gar keiner mehr das schreiben oder aussprechen. Das ist auch wild, ja. Das wäre klug im Krieg. Ja. Theoretisch, sag mal, wir greifen jetzt, wir heißen ja eigentlich... Ja. Es kann keiner in diesem Land den Krieg, keine Ahnung, egal, wir greifen einfach die drumherum an. Und dann gucken wir weiter. Das ist doch ein anderes Neben. Und dann gucken wir weiter, ich will mich nicht blamieren. Keiner kann es aussprechen. Das war wirklich nochmal die Kirsche auf der Torte. Er hat somit wortwörtlich einer Stadt globusweiten Schaden hinzugefügt. Meinst die fünfte du? Konsequenz ist allerdings die grausame. Meinst du, Leipzig hat darunter gelitten? Ich habe keine Ahnung. Dass Hotel da drin ist? Ich habe es gar nicht gesagt. Gehört. Deutschland hat eh schon teilweise einen schlechten Ruf und die Stadt Leipzig hat halt irgendwie... Is really cool. Was für ein Wortwitz, Alter. Weil, verstehst du, Israel, ja, ja, ja. Und das ist auch sehr cool. Leider ja. Wenn dann als antisemitische Hochburg porträtiert wurde. Das Bild, das viele von Deutschland haben, ist ohnehin nicht allzu gut. Das war wirklich nochmal die Kirche. Stimmt das? Das Bild, was andere von Deutschland haben, kommt drauf an, wen du fragst, ne?
ich glaube, die Leute mit dem schlechtesten Bild von Deutschland sind Deutsche. Ja, doch. Würde ich jetzt mitgehen. Das sind viele, viele Deutsche auch dabei, die sehr, sehr pessimistisch sind. Ich glaube, in vielen anderen Ländern kannst du sagen, dass du aus Deutschland bist und Leute finden das gut. Also wir haben nicht ohne Grund einen der besten Reisepässe der Welt. Erstmal das und zweitens, wir haben auch die besten Ausbildungsplätze und Studien, weil wir sind überall anerkannt. Also überall kannst du auch mit dem deutschen Führerschein fahren beispielsweise. Die ganze Welt? Ich weiß nicht, ob jetzt in jeder Drecksecke, keine Ahnung, weiß ich nicht, in jedem Kaff wahrscheinlich nicht. Aber bei uns kann man überall Führerschein machen. Internationale Beziehungen sind, glaube ich, so gut, dass du irgendwie, also ich glaube, es gibt 5 Reisepässe, die sind besser oder so. Nur irgendwie so, ich glaube, so Japan, Singapur, Südkorea oder so, die sind wohl noch beliebter. Aber, krass. Aber Deutschland ist eigentlich mit allen Ländern irgendwie so halbwegs cool. Ja. Und wir haben, weiß nicht, Russland wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber sonst. Also, sonst eigentlich schon, ne? Ja, Deutschland ist ja auch weltoffen, also so ist ja nicht. Du kannst, glaube ich, auch in Europa, kannst du, glaube ich, in jedes Land hingehen und bist du aus Deutschland bist und keiner sagt, oh, ne, alle sind irgendwie so, ja, cool. Ich überlege gerade, also im Prinzip haben wir noch einen guten Ruf überall, ne? Ja, wieder. Wieder? Ich glaube, in 50ern nicht so. Nee. Haben wieder aufgebaut, ne? Er hat somit wortwörtlich einer Stadt globusweiten Schaden hinzugefügt. Die 5. Konsequenz ist allerdings die grausamste. Nicht nur setzen sich privat. Vielleicht kann man durchs ganze Video die bunten Buchstaben aneinander rein. Oh mein Gott, dann ist es eine Nachricht. Oh, B und K haben wir jetzt gesehen, die anderen dazwischen nicht. Okay, ist das ein Burger King Placement? Das wäre geil, oder? You never know. Kriegst du ein paar tausend Euro dafür, dass du so 2 Buchstaben einfärbst und keiner mitkriegt. Ah, schick keiner. Aber alle haben nach dem Video so richtig Bock auf Burger. Einfach. Ja, safe. Also für Ofarim ein, sondern auch hochrangige Politiker wie CDU-Vize Karin Prien, die öffentlich dazu aufgefordert hat, den Hotelmitarbeiter zu entlassen. Ist nur eines meiner Beispiele. Politiker sollten sich eventuell mit solchen Äußerungen zurückhalten, bis die Situation etwas durchsichtiger wird. Anstatt Politiker sollten sich generell ein bisschen mehr zurückhalten, glaube ich. Taktisch gute Idee. Erstmal das und zweitens vielleicht auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Ich habe mir schon voll oft gedacht, mir ist noch kein Fall bekannt geworden, wo ein Politiker alles in allem von Twitter wirklich groß profitiert hat. Die demontieren sich da immer nur selber. Die posten da dann nachts um 3:30 noch irgendwas, wenn die schon halb besoffen sind und am nächsten Tag müssen sie sich entschuldigen und sowas. Und schwierig, ja. Es sagt doch keiner irgendwie, Olaf Scholz, warum haben sie eigentlich keinen Twitter-Account? Das ist so, kannst du machen, ist egal. Ja, ja, safe, ne? Stimmt. Ja, stimmt. Aber die bei Twitter sind und so oder Trump, die in der Öffentlichkeit sich regelmäßig äußern. Ja, Trump? Das ist ein bisschen ein Ausnahmefall, aber ich glaube, der wäre auch Präsident geworden ohne Twitter, oder? Yes, ja, safe, aber der war ja mit der Aufschrei groß bei Trump. Ja, aber der hat da schon auch richtig, der hat da schon gefährliche Sachen gemacht. Absolut. Es gab so ein Solmecke-Video. Aber die Leute fahren ja voll drauf ab. Der hat ja davon, durch diese Polarisierung... Ja, ja, klar. Aber, ne? Also der hat mal was den Iran anging. Mhm. Ich glaube, die haben ja diesen Soleimani gekillt. Okay. Und dann hat der Iran irgendwie gesagt, Alter, Amerika, das können wir nicht machen, die können nicht unsere Politiker einfach umbringen. Ja. Und dann hat Trump irgendwie gesagt, also er hat so bei Twitter hat er so einen Meltdown gehabt und hat richtig viel getweetet und hat halt sowas gesagt wie... haltet bloß die Füße still, wenn ihr irgendwas gegen unsere Leute macht, wir greifen eure kulturellen Städte an, unsere Antwort wird unverhältnismäßig und das sind halt so Definitionen von Kriegsverbrechen. Ja. Also das geht einfach auf Twitter und postet so, pass mal auf. Unsere Antwort wird unverhältnismäßig. Wir schreiben sowas. Unsere Antwort wird unverhältnismäßig. Wie lustig ist das denn? Ja, war schon gefährlich. Ich weiß nicht, ob es für ihn vielleicht sogar von Vorteil war, dass der Account irgendwann weg war. Er ist bestimmt archiviert oder so. Ja, unsere Antwort wird unverhältnismäßig. Das Witzige ist sogar, du hast in Deutschland... My button is bigger, hat er auch geschrieben. Ja, der hat gesagt, Kim Jong-un testet gerade Atombomben, aber mein Atombombenknopf ist größer als deiner. Es ist so genial. Er hat gesagt, ey, du schießt damit Raketen, aber meine Raketen sind besser. Das ist der weirdeste Flex, den ich je gehört habe, aber... Aber es passt zu ihm leider. Es gibt einen wichtigen Unterschied im Wahlrecht, ne? Deutschland und Amerika. Mhm. Also es gibt ja passives Wahlrecht und aktives Wahlrecht. Okay. Und in Deutschland ist es, soweit ich richtig informiert bin, könnt ihr gerne nachgoogeln, so, dass du aus dem Knast noch Briefwahlen machen darfst. Okay. Aber du darfst dich nicht auf eine Wahlliste stellen lassen. Ja. Also, ne, das, wie gesagt, das Aktive und das Passive. In Amerika ist wohl andersrum. Also du darfst nicht wählen, wenn du im Knast bist, aber Trump dürfte, wenn er jetzt im Knast kommt, aus dem Knast noch Präsident werden. Könnte er sich dann selbst beglaubigen lassen? Ich weiß nicht. Also wie heißt das? Nicht beglaubigen? Begnadigen. Begnadigen, oh Gott, beglaubigen wahrscheinlich. Aber es wäre auf jeden Fall übelst witzig, wenn die einfach einen Präsident hätten, der im Knast sitzt.
Ja, könnte er, schreiben die Leute. Ja, das geht. Im Knast und dann gewinnt er so und sagt, oh, ich komme jetzt wieder raus für 4 Jahre und dann geht's vielleicht wieder rein. Witzig. Das ist ja schon einfach geil. So das erste Land, was einmal einen Präsidenten hat, der im Knast regiert. Und er ist nicht schwarz und im Knast. Statt direkt face-first reinzuspringen. Sie hätte ja sagen können, wenn sich die Anschuldigungen bewahrheiten, statt sofort alles als unumstößlichen Fakt hinzustellen und Konsequenzen zu fordern, nur weil so ein Dummkopf wie Ofarim es behauptet hat. Meine Fresse. Ey, ich realisiere gerade, wie abgefuckt das alles ist. Habt ihr mal darüber nachgedacht, wie es Herrn W. geht, die Person, die beschuldigt wurde? Ihr habt keine Vorstellung, was dieser Mann alles durchmachen musste, weil Gil Ofarim bewusst hinweist. Wir sind nicht up-to-date, Knast ist schon längst vom Tisch. Ach, schade. Ja, also es wäre wirklich, ich betrachte halt Großteil der Welt so als meine persönliche Entertainment-Sendung. Mhm. Und dann fände ich es halt witzig, wenn es einen Knast sitzenden Präsidenten gibt. Das wäre... Also, Prime 2024 wäre das. Das sind ja manche so wie Milosevic und so, die sind ja nach ihrer Amtszeit dran, ne? Aber wenn die halt noch regieren aus dem Knast raus, das wäre schon geil. Das wäre halt lustig. Also ich würde wirklich einfach, um es erleben zu können, ich würde Geld bezahlen. Witzig wäre es, ja. Nicht viel, aber ich würde Geld gewesen bezahlen. Sein soll. Herr W. wurde zwar nicht direkt vom Hotel gefeuert, sondern erst einmal freigestellt, aber die Anfeindungen, die er als Privatperson ohne Reichweite, ohne Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, erfahren musste, hatten derartige Ausmaße, dass er berufsunfähig wurde. Er konnte diesen Job schlicht und Alter, einfach... Alter, da steht jetzt der Vorname sogar noch. Oh, wurde doch noch Markus W. Okay. hat seit den Vorwürfen bis heute anhaltende Anspannungs- und Nervositätszustände, Schlafstörungen, Panikattacken und so viel mehr. Seit damals befindet er sich in psychologischer Betreuung und muss therapiert werden. Ich kann das voll nachvollziehen. Alter, auch meinst du, Gil Ofarim war das bewusst? Dass der halt dachte so, ja, ich bin abgefuckt vom Hotel, aber Alter, da steht halt so ein Mann an der Rezeption und du machst den Schrott einfach. Ich weiß nicht, aber... Weil du den irgendwie nicht magst oder so? Das ist doch völlig dumm, einfach. Man muss ja eigentlich die ganze Zeit merken, dass du denkst, selbst egal wie sauer ich auf das Hotel bin, Alter, das ist halt so ein Typ. Ja, selbst. Also, es macht. Also, was soll das? Beschränken sich die Konsequenzen nicht aufs Internet. Ich weiß, wie es ist, an solchen psychischen Problemen zu leiden und deswegen fühle ich da richtig mit diesem Mann. Der tut mir einfach nur leid. Er hat nichts falsch gemacht und wird so kaputt gemacht. Das Internet war nicht das Problem. Er musste halt alle Social-Media-Accounts von sich löschen, weil er den Hass nicht mehr ausgehalten hat, der nebenher von etlichen Prominenten weitergeschürt wurde, durch Äußerungen, die Herrn W. direkt attackierten. Es gab Morddrohungen, generelle Drohungen gegen sein Umfeld, Beleidigungen in nicht auszudenkenden Mengen. Aber was im echten Leben passiert ist, wog so viel schwerer. Der hätte doch auch so wie Leroy dann so ein Video machen können, wo er die Nachrichten so vorliest und Bilder von den Leuten einblendet, oder? Und sagt, nur der hier hat für mich umbringen. Der hier hat mich Hurensohn genannt. Was weißt du, Goofy denn? Postfach des Hotels war zum Beispiel ein Brief mit konkreten, expliziten Morddrohungen gegen Herrn W. Als Markus W. von den Anschuldigungen gegen ihn erfuhr, fühlte es sich für ihn an, als hätte ihn jemand den Teppich unter den Füßen weggerissen. So sagt. Vor allem, ey, wer schreibt denn sowas? Was genau jetzt? Also, kannst du dich da reinversetzen, dass es irgendwie... Ja. Du kriegst so eine Story mit, dass irgendein Typ in einem Hotel scheiße war zu irgendeinem Musiker... Und du sagst, ich bin der Typ, der das jetzt irgendwie regeln muss. Ich muss jetzt diesen Manager. Ach so, das meinst du. Also, wer schreibt denn sowas? Ey, das Internet ist weit und viel mit komischen Leuten. Ne? Er hat ja anscheinend einen Brief geschickt sogar. Also sonst, wenn so ein Kommentar schreibt sich ja schnell, aber da sitzt ein Typ an seinem Schreibtisch und schreibt einen Brief darüber, dass er irgendeinen Manager töten möchte, der irgendeinen Musiker eventuell vielleicht schlecht behandelt hat. Und du sagst, Ich drohe dem jetzt. Ich setze mal einen Brief auf, ich bringe den zur Post und so. Was denkt man denn dabei? Ich fühle das, aber es scheint ein weit verbreitetes Problem zu sein. Das ist ja heutzutage Social Media. Ne? Das ist ja jetzt nicht, du schickst eigentlich keinen Brief mehr, aber du bist dann ja über Social Media schnell auf dem Account dann von, keine Ahnung, einer Shoyoka oder sonst was. Und wenn man dann vorher Videos geguckt hat, wo sie halt doof dasteht, dann gibt es anscheinend Leute, die ihr dann wirklich Drohungen schreiben und so einen Quatsch. So, weißt du, also es scheint wirklich ein Ding zu sein, was sehr, sehr oft vorkommt. Ich habe auch schon. Ne? Ich hab auch, hast du auch schon welche bekommen? Was jetzt? Ja, wo dir Leute irgendwie gesagt haben, du. Ja, so Drohungen halt, ne? Ja. Twitter und so, ne? Ja. Es scheint irgendwie Leute zu geben, die sich ja, voll reinsteigern, ne? Ja, safe. Keine Ahnung, ey, ich wüsste keinen, so egal wie sehr die mir auf den Sack gehen, ich wüsste jetzt keine Person, die ich nur vom Bildschirm kenne, wo ich sage, dafür würde ich in den Knast gehen, dass ich diesen Typen irgendwie töte oder so. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also egal, wie wenig ich jemanden mag, so, das ist doch. Völlig dumm. Ja?
Bin ich absolut bei dir. Deshalb kann ich das auch nicht nachvollziehen. Deshalb alles, was wir tun können, ist immer uns davon zu distanzieren und zu sagen, nee, hört mal auf mit der Scheiße. Ja, macht sowas mal nicht. Ja, aber allein statistisch gesehen, wie viele Zuschauer haben wir jetzt gerade? Ich habe das hier nie eingeblendet. Okay. 500, 600, 700. Irgendwie. Okay, also Chat schreiben, dann lesen wir's. Also rein statistisch gesehen könnte es gut sein, dass von 845 Leuten, dass davon halt theoretisch ein, zwei sowas schon mal gemacht haben. Ich Chat, einzelne mal sukzessive. Einzelne Chat, wie du schon mal im Auto rumgeschrieben hast. Also diese Wix-Geschichten, die habe ich tatsächlich teilweise dann gegoogelt mal. Ja. Also Shoyoka war ja schon im Fernsehen und hat gesagt, guck mal, ganz viele Einsen. Ich glaube, manche haben einen Kappa dahinter, manche haben es vergessen. Ja. Ich habe hab das gegoogelt, weil ich irgendwie recherchieren wollte, so was da dran ist. Ne? Ja. Shoyoka da erzählt hat von wegen, es gibt da Foren, da erzählen Leute sowas. Und es gibt tatsächlich so Reddit-Boards, wo weibliche Influencerinnen geteilt werden und auch Shoyoka und andere Frauen. Und dann teilen die irgendwie Clips, wie die aufstehen und so gehen, weil man dann den Arsch kurz sehen kann oder so ein Screenshot, wenn die einen Ausschnitt tragen. Und dann sind da wirklich so Kommentare, wo Leute so sagen, oh, die hat so geile Titten oder die würde ich gerne bumsen. Und ich denke, Alter, ihr sitzt mit eurem Pimmel in der Hand an der Tastatur und schreibt anderen Männern, dass ihr die Frau geil findet und wie erbärmlich. Was ist das? Ist halt echt viel Unangenehmes im Internet dabei, ne? Also viel, also wie gesagt, manchmal die Berechnung von so einem Internetführerschein wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Oder es gibt auch so Freierforen. Kennst du das? Ja, ich bin da Hauptforenmitglied. Das ist ja nicht nur irgendwie, dass du Influencer geil findest, das ist ja von richtigen Puffs. Ja. Gibt so Bewertungsportale. Ja. Und dann gehen ja die Leute. Katja hat das sehr gut gemacht. Katja kann blasen. Katja hat sich an dem einen Tag nicht so Mühe gegeben. Sie war nicht in Topform. Wer macht das, Alter? Wer geht ich? Also was denkst du, warum ich anonym bin? Ich habe einen Ruf, in meinen Foren zu verlieren. Also das ist so komisch, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann mir eh schon nicht vorstellen, in Puff zu gehen, weil, weiß nicht, wenn ich irgendwie denke, ich muss der da noch Geld dafür geben, habe ich gar keinen Bock mehr irgendwie. Fühl ich. Du willst das halt auch nicht, ne? Ich kann mir generell nicht vorstellen, Sex zu haben. Ja, kann ich auch nicht. Ja. Gut? Meinst du es gut? Ja. Ich höre da manchmal. Keine Ahnung, ich als Insel kann dazu leider nicht sagen. Vielleicht fragen wir mal einen richtigen Frauenheld wie Dave Otzel. Vielleicht mal. Ich glaube, der hat mehr Frauenerfahrung als wir. Ja. Okay, jetzt Schluss mit Ironie, weiter. Dann Schilderung vor Gericht. Der wusste ganz genau, was auf ihn zukommt. Sein ganzes Leben wurde dadurch zerstört. Seine Gedanken kreisen halt permanent um diesen Vorfall. Das ganze Team war wegen enormer Anfeindungen nur noch am Heulen. Noch am nächsten Abend musste bei Herrn W. zu Hause das Klingelschild entfernt werden, aufgrund einer akuten Gefährdungslage. Er erhielt von Behörden die Anweisung, sich in Sicherheit zu bringen. 10 Tage lang musste er versteckt werden und konnte aus Sicherheitsgründen weder seiner Familie noch seinen Freunden erzählen, wo er versteckt wurde, weil es einfach zu gefährlich für ihn gewesen ist. Nochmal zur Erinnerung. Ich glaube aber, also, ne, so scheiße das ist. Mhm. Ich glaube, in diesem Fall haben wenigstens viele Leute mitbekommen, dass es eine Auflösung gab. Sonst hast du ja manchmal das Problem. Guck mal, 1000 Zuschauer sogar. Oh, geil. Ja, was labern die denn hier von 800 Zuschauern hier? Ja, mal. Ein Spaß. So. Also sonst hast du ja manchmal das Problem, du wirst irgendwo scheiße dargestellt oder verleumdet oder irgendwas. Gibt so Anschuldigungen gegen dich. Ja. Und dann forderst du eine Gegendarstellung und die guckt dann aber keiner. Ne? Das passiert ja manchmal. Ja, durchaus. Und der Fall war aber, glaube ich, so groß und diese Antwort war auch so groß, dass jetzt, glaube ich, immerhin nicht mehr zu Markus W. Leute gehen und sagen, du warst doch das mit dem Ofarim, sondern ich glaube, das haben jetzt wirklich alle mitbekommen. Also der hat natürlich die psychischen Probleme, sind real und so, ne? Ja, aber es wird immer noch so der letzte Rand an Leute geben und so sagen, dieses Ironische, was wir vorhin zusammengesponnen haben, dieses, dass es alles jetzt inszeniert, aber ja, es ist wirklich ja, so passieren. Das ich weniger, und das Problem, weniger, aber diese Leute, die so weit gehen, das sind doch die Leute, die diese Briefe schreiben. Ja, behaupte klar. Ich. So, das heißt, es könnte theoretisch noch sein, dass man noch ein paar Drogen bekommt oder so, aber es sollte deutlich weniger. Aber ich glaube, noch beschissener ist halt, wenn du so weißt, dass es gelogen ist, aber du kannst keinem erzählen, weil irgendwie die Gegendarstellung halt keiner guckt oder es gab gar keine gab oder sowas, ne? Absolut. Also dem ging es richtig scheiße. Also wir können nochmal zusammenfassen, Geoffarem hat beste Leben geführt. Ja gut, dem geht es jetzt auch scheiße wahrscheinlich. Bis jetzt, aber nicht Rainer W., der W-Typ. Markus W., ja. Ja, Markus W. hieß er, Rainer W. war wer anders, stimmt. Ja, der hat ein gutes Leben gerade, glaube ich. Ich glaube, der hat auch schon mal gelogen, ein, zwei Mal vielleicht.
Reiner W? Ja, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vielleicht ist es auch nur Gerücht, weiß ich ja nicht. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aufgrund dieser selbstdarstellerischen Lüge von Gil Ofarim. Ihm musste ein anonymer Wagen gestellt werden. Er war gezwungen, Leipzig vorübergehend zu verlassen und demnach auch seine Familie nicht mehr sehen zu können. Also mit der Familie ist doof, aber an sich Leipzig verlassen ist ja eigentlich eine positive Entwicklung. Grundsätzlich erstmal nicht zu beanstanden, ja. Nur halt, ja gut, wenn eine Familie da wohnt, ist halt doof, ne? Wurde ohne Scheiß jetzt da kann man Hotel ja den Kontakt abbrechen, ist ja kein Problem. Deutschland untergebracht. Das waren auch noch nicht alle Konsequenzen, die dieser arme Mann davongetragen hat. Aber ich denke, es reicht jetzt mit den Schilderungen. Jeder sollte verstanden haben, dass Herr W. durch die Hölle gehen musste. Gott sei Dank kam jetzt endlich das Geständnis. Es war übrigens bekannt, was er so durchmachen musste. Das hat Gil Ofarim aber nicht davon abgehalten, durch die Shows zu touren und sein Lügenmärchen weiter zu verbreiten. Das ist aber auch ein Zeitgeist-Ding, ne? Also das sehe ich ja ganz oft, dass Leute so sagen, es geht ihnen schlecht. Mhm. Und man ist aber so, ja, aber du bist problematisch. Und dann hauen die noch zigmal drauf. Ja. Also ich habe das schon so oft gesehen, dass bei manchen Leuten, du kennst ja auch einige davon, dass da die kleinsten Sachen aufgespielt werden als fürchterlich schlimm und der leidet so schlimm darunter. Und wenn dann die andere Seite sagt, ich leide auch, dann sagen sie, also du bist ein Wichser, du hast nicht verdient zu leiden. Also ganz praktisches Beispiel, wenn man Tic-Tac sagt, ja, oder wenn sie einen Preis gewinnt, dann klatsche ich. Dann wird gesagt, aha, eine Bombe und klatschen, der will mich schlagen und sowas. Ja. Aber andersrum dann, irgendwie so ein Luke Mockridge sagt, ja, ich war jetzt drei Monate eingeliefert, ich war suizidgefährdet und so. Ja, komm, also er ist ja nicht richtig gecancelt. Der war ja nochmal auf einer Bühne, er ist ja noch nicht tot und so. Also dass man so an einer Seite so, dass man so ultra vorsichtig ist. Schon hart, ne? Und sagt, ey, das sind alles versteckte Morddrohungen und alle wollen uns umbringen. Ja. Bei den anderen so, ja, der war halt... War halt 3 Monate Psychiatrie, was man so macht. Ich frage mich dann durch was für eine Brille diese Leute halt die Welt sehen. Also das ist ja das, was jetzt, wo KuchenTV um die Ecke kommen würde, würde ich beispielsweise Doppelmoral in den Raum werfen. Und es ist ja ein Stück weit Doppelmoral, weil wie kann man das auf der einen Seite so überdramatisieren oder und auf der anderen Seite dann das gar nicht gelten lassen, ne? Wenn, dann müsste man auch beiden Seiten gleich egal sein. Ist ja genau dieser Punkt, was die Leuten aufstößt, weshalb diese Bubbles, die das machen, halt sehr, sehr in der Kritik stehen, ne? Hat man halt so, aber hat man halt in vielen Bubbles. Ja. Ist so immer bei der eigenen Bubble, da wird so gesagt, naja gut, der übertreibt vielleicht mal ein bisschen, hat sich vielleicht mal komisch ausgedrückt, der hat gut, der ist ein bisschen temperamentvoller, vielleicht ist er mal ein bisschen aggressiv. Absolut. Das war jetzt auch nur ein Joke, auch wenn es irgendwie wie eine Morddrohung verstanden wurde oder so, aber ja, das ist nur Spaß, ne? Und bei der anderen Bubble dann so ein kleines Ding und du sagst, aha, safe. Da haben wir's. Safe, aber das ist ja genau dieses witzige Spiel, wo sich die Bubbles unterscheiden. Ich glaube, eventuell, stell dir mal vor, in dieser Woke-Bubble, sagen wir jetzt einfach mal, da ist das so Common Sense bei denen, dass Tic-Tac als Morddrohung angesehen werden kann. Ne, das ist bei denen so Common Sense, dass bei denen gar nicht die Eventualität besteht, dass das irgendwie Unsinn sein könnte. Ja. Für alle anderen Bubbles, die unserer Meinung nach normal denken, aber uns ist natürlich klar, dass es absolut absurd ist. Das heißt, die erkennen diese Doppelmoral aus dem Grund nicht an, weil die eben schon so verstrahlt sind. In der gleichen Bubble ist auch jemand, da ist es ein Running Gag, so Messer-Emotes in Chat zu posten, wenn man wen nicht mag. Und die hat auch selber schon da gesessen und so ein Messer aufgeklappt. In derselben Bubble? Ja, ja. Und die, ehrlich, über die wir gerade reden? Ja, ja. Also ja, das so ist dann ja auch maximal Bubble, dämlich. Ein bisschen kleiner eher. Ja. Aber auch schon die Richtung. Ne? Und da wird dann halt auch sowas gesagt, ja, das war ein Witz. Das war ja nicht so gemeint. Ach, da verstehen die wieder Humor und Witz, oder was? Das ist dann wieder witzig. Ey, das ist so wie so ein Humorschalter, der halt angeschaltet wird, wenn es ihnen gerade in den Kram passt. Ja. So unangenehm, aber gut, okay. Ja, oder ne, Shuyoka kann nicht mehr auf Events gehen, die Arme, die hat Angst. Ja. Ne? Kann ja sein, dass sie Angst hat. Ja, ich glaube, es gibt auch viele Leute, die die Scheiße finden. Das ist okay, ne? Ja. Aber hier kennst du auch von Böhmermann vielleicht Marie-Louise Vollbrecht, ne? Die mag man ja nicht in der Bubble. Okay. Die ist zu einem Event gegangen, wurde da halt so mit dem Ellenbogen geschlagen, in die Rippen wohl und so rumgeschubst. Und da wurde dann hinterher gesagt, ja, ein bisschen in den Rippen und ein bisschen schubsen und so. Ja. So schlimm war es ja nicht und so, ne? Da war halt auf einem Event, da wurden noch mehr Leute wohl angegriffen. Da wird das halt so da ist dann relativiert, ne? Ja, ja, komm, so einmal ein bisschen und so. Oder hier bei deinem Kumpel Twizy, ne? Ja. Ich habe gestern ein Video gesehen von einem alten Bekannten, er muss den Namen nicht sagen, ist egal, der hat jedenfalls im Stream... Fängt mit S an? Nee. Okay, der hat jedenfalls im Stream gesessen und hat gesagt, ja, kann ich schon verstehen, wenn, also der war ja schon respektlos diesem Bruce gegenüber, wenn der dann eine Stelle kriegt, naja, kann man ja verstehen, vielleicht war ein bisschen dolle, aber die ganze Zeit so relativiert, ne? Ja, der war ja auch unverschämt zu dem und wenn der jetzt dafür angegriffen wird, naja, kann man schon nachvollziehen und irgendwie so und das war so, Alter...
Ja, es ist halt safe. Aber es ist halt so, die aus einer anderen Bubble, die gucken halt auf eine andere Perspektive drauf und werten Argumente unterschiedlich. Und, und ich würde sogar so weit gehen und sagen, selbst in Bubble, wenn wir jetzt sagen würden, wir haben jetzt eine Bubble. Mhm. Du, ich, vielleicht, wir tun jetzt mal spaßeshalber noch Prototopia, Sinan und sowas rein. Ich bin mir auch schon Sinan sagen, mit scharfem S. Sinan, okay. Besteht da drauf. Also ich bin mir relativ sicher, auch innerhalb unserer Bubble würde man bestimmt, wenn man wirklich mit einer Lupe drauf guckt, würde man auch Doppelmoral finden. Ja, klar. Also Dinge. Die Frage ist halt, wie stark ist diese ausgeprägt? Ne? Aber man gibt sich ja schon und Mühe. Und erkennen die andere Leute die blind sind, können die trotzdem erkennen. Mhm. Und bei der einen Bubble, da erkennt man die. Bei uns ist das, würde man bestimmt auch finden, wenn man wirklich krass danach sucht. Mhm. Aber es würde schwieriger werden, auf jeden Fall, da wirklich doppelmorale Sachen herauszustellen, oder? Ja, aber wenn du jetzt halt irgendwen schlägst oder in Morddrogen schickst oder so, wie ich schon auch sagen kann, ist das halt scheiße. Okay, das wär dann auch sagen, eine starke... Das ist ja mein Kumpel, das ist ja alles okay. Das wäre dann ja auch eine starke Doppelmoral wieder, ne? Ja. Wir probieren uns ja möglichst keine Fauxpas zu erlauben, ja? Ja, und es gibt halt so ein paar Sachen, die würde ich, glaube ich, allgemein irgendwie... Wir sind ja schon problematisch genug, ja? Hören wir immer wieder. Witze könnt ihr gerne alle machen, aber... Wir immer wieder. Ja, wenn es so irgendwie Gewalt wird oder so, da will ich jetzt bei keiner Seite sagen, ja, der war ja auch frech, also kein Problem. Nee, ja, safe. Nee, geht nicht. Ist mir halt einfach egal. Ich meine, wen interessiert es schon, dass da progressiv fortschreitend ein Leben ruiniert wird? Immerhin profitiert Gilja von den Anschuldigungen. Da kann man doch einfach das 50. Mal denselben erfundenen Scheiß auf seinen Nacken verbreiten. Ey, wirklich, ich komme nicht drauf klar. Check es nicht. Der wusste ganz genau, was alles mit ihm passiert. Das wurde medial thematisiert. Ich frag mich, ob dieser Bravo-Volltrottel-Musiker auch nur einen Gedanken dem Leid gewidmet hat, welches er bewusst verursachte. Oder ob er. Aber das ist bei Menschen halt einfach, ne? Wenn's den trifft, den du scheiße findest, also da würde man sich teilweise wundern, wie viel Leute da durchgehen lassen bei jemandem, ne? Wie viel man wen anders leiden lassen kann, den man scheiße findet. Absolut. Und das ist ja bei ihm auch damit verbunden, sich öffentlich selber bloßzustellen, wenn er sagt, sorry, ich habe gelogen. Ja. Na, das spielt noch mit rein, aber auch sonst. Es gibt ja diese Experimente, kennst du, ich glaube, Milgram-Experiment und Stanford Prison und so. Da siehst du ja auch, dass Leute, die vorher sagen, die würden keinem was tun, die bringst du irgendwie in diesen Modus und dann tun die anderen Leuten auch weh, ne? Absolut. Also angeblich ist das auch nicht so ganz irgendwie replizierbar gewesen und so, aber... Ich glaube, die hatten das aber auch nochmal wiederholt, ne? Das kommt schon hin, ne? Also, ne, wenn man jetzt sagt, du hast ja einen Doktor hingesetzt, der Doktor hat dann gesagt, ja, hier, bitte drücken Sie da jetzt drauf, so ein bisschen fordernd aus, so von oben nach unten, autoritär gesagt, ne? Und viele Leute haben das einfach gemacht. Ja, aber sonst auch. Wenn Stromschläge. Wenn du irgendwie jemanden hast, der, also wenn du zum Beispiel Guantanamo hast oder so, die Leute werden ja nicht nur gefoltert, da ist ja auch einer, der foltert die. Ja. So, und das ist ja auch nicht geil. Nee. Und wie viele Leute es irgendwie gäbe, die sagen würden, ey, ich habe eigentlich keinen Bock, irgendwie so einen anderen Typen zu quälen oder vielleicht als Soldat den zu töten oder so. Ja. Dann kriegst du die Leute schon in so eine Richtung, dass sie dann auch andere Leute irgendwie umbringen oder foltern würden. Ich glaube, es gibt auch Leute, die sind dafür prädestiniert als andere. Also Leute, die kriegt man eher dazu als andere, ne? Aber ich glaube, man kann schon auch Leute, die sich das selber nicht vorstellen könnten, irgendwie in die Richtung bringen, dass sie das dann doch machen, ne? Ich glaube auch. Und dass sie so ihre dunkelste Seite zeigen oder so. Ich glaube auch, definitiv. Ja. Sich selbst das so doll einredete, dass er schließlich selbst geglaubt hat. Und wirklich, Markus W. in allen Ehren hat die knappe Entschuldigung von Gil Ofarim auch noch angenommen, obwohl er sein Leben zerstörte. Ich würde das noch nicht mal Entschuldigung nennen. Übrigens an die, die jetzt sagen, wenigstens hat Ofarim die Lüge endlich zugegeben. Erstens, viel zu spät. Zweitens hat er das nicht aus eigenem Antrieb getan. Was ihm ginge, hätte er die Lüge weiter durchgezogen. Die rechtliche Aufklärung. Also stellt sich ja die Frage, also wie viel später wäre denn nicht zu spät gewesen? Ein Tag später geht noch oder gleicher Tag oder also an sich würde man sagen, gar nicht erst hochladen. Safe. Aber sonst, ne? Aber ich finde, es ist schon ein Unterschied, wenn man es jetzt 2 Jahre lang ausschlachtet und probiert nochmal das maximale Finanzielle mitzunehmen, die Lüge immer wieder repliziert. die Lüge immer wieder repliziert und ausgräbt, als wenn man jetzt so nach 3-4 Tagen, wenn der Typ noch nicht so viele Konsequenzen, noch nicht so viele Morddrohungen bekommen hat, dann sagt, okay, war eine Scheißaktion, das war alles erlogen. Also, vielleicht hätten die ja sogar einen Kompromiss gefunden, dass der irgendwie sagt, ich habe mir das nochmal angeguckt, ich dachte, ich hätte die Kette oben, war doch nicht, war ein Missverständnis. Ja. Irgendein Ausweg einfach. Ne? Stimmt. Das wäre irgendwas gewesen. Dass er sagt, ich habe eigentlich jeden Tag habe ich diese Kette oben, nur einmal hatte ich sie in der Hosentasche. Ja. Ich war so im Stress, ich habe das verpennt, ich habe gedacht, das passiert und das passiert doch nicht oder irgendwas. Ne? Aber der hat einfach nichts gemacht. So, das, also
Doch, der profitiert davon. Ja gut, jetzt ja auch nicht mehr. Ne? Nee, jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber so weit denkt man ja nicht am Anfang der Sache, wenn man auf einmal auf Talkshows eingeladen wird und sonst was. Der muss schon viel Gage bekommen, weil sonst lohnt es sich ja gar nicht. Ne? Das könnte schon sein. Ne? Also wenn er jetzt ausgesorgt hat, okay, kannst du auswandern vielleicht. Aber imagine, sonst. Du bist Musiker und kriegst mehr Gage dafür, weil du Jude bist, anstatt weil du Musiker bist. Ja, weil du halt ein Opfer bist von was, ne? Ja, genau. Naja, kam über dieses Juden-Image nach dem Motto, ne? Deshalb sage ich wette, das haben auch super viele Leute danach den irgendwie über Spotify gesucht und sich mal angehört und so. Aber ja. Weiß nicht, ob man danach dann zum Konzert geht oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aufarbeitung und Beweislage gegen ihn war so erdrückend, dass seine juristische Beratung dringlichst darauf hinwies, dass man jetzt bitte endlich einräumen sollte und mit der Wahrheit rausrückt. Er hatte übrigens mehrere Anwälte. Schlussendlich leistete Gill dem auch Folge und gestand, dass alles frei erfunden war. Warum er gelogen hat, bleibt allerdings offen. Aber das haben wir zu Genüge ausgearbeitet, denke ich. Erklärt der gesunde Menschenverstand, würde ich einfach mal in den Raum werfen. Was mich an der Stelle aber schockiert, die Klage wurde gegen eine Auflage von 10.000 Euro zugunsten der israelischen Religionsgemeinschaft in Leipzig eingestellt. Gil Ofarim kommt trotz des ganzen Leids, welches er verursacht hat, fast straffrei davon. Er musste das... Aber was muss er denn an den Manager zahlen? Nix oder was? Der zahlt 10.000 an so eine Gemeinde und der Manager ist einfach gefickt, oder was? Das ist echt hart. Alter, das ist echt hart, Alter. Hä? Ey, ich musst du dem gar doch... keinen Schadensersatz oder sowas mit W? Ach, das ist wild. Ey, wenn der Typ seit 2 Jahren jetzt berufsunfähig ist und die ganze Zeit leidet, dann muss er ihm mindestens irgendeine Art von Schadensersatz geben. Ja. Irgendein Schmerzensgeld oder so. Kann ich mir nicht vorstellen. Also gut, die Gemeinschaft hat halt auch darunter gelitten, dass er jetzt halt sagt, hallo, ich bin der Jude und dann lügt er halt, ne? Ach, das ist natürlich auch scheiße, aber sonst... Okay, wild, okay. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel Geld er hat, ob das für ihn viel oder wenig ist. Das ist ja auch, je nachdem, wenn dein Konto leer ist, dann ist 10.000 viel wahrscheinlich. Absolut. Wenn du Millionär bist, dann macht man das halt eben, ne? Aber, ich glaube nicht, dass er Millionär ist. Also 10.000, ich finde, er hätte mindestens nochmal 10.000 an den Manager geben sollen oder so, ne? Oder noch mehr wahrscheinlich. Scheiße. Ich weiß halt nicht, wie reich der ist, kann man nicht sagen, ne? Also so besonders erfolgreich ist er ja nicht gewesen. Nö, also mit Musik nicht auf jeden Fall. Also da wird er nicht die Millionen gemacht haben. Weiß ich nicht, ne? Ich weiß nicht, wie sehr ihn diese 10.000 Euro jucken. Ich denke aber mal nicht allzu sehr. Nachdem die Gerichtskosten kommen dazu, schreibt gerade einer, von 120.000. Ja, da wird es langsam. Teuer, ne? Leckerer, ne? Ja. Wenn er veranstaltet hat, wird er garantiert mehr Geld eingenommen haben. Ich will nicht wissen, was manche Shows ihm bezahlt haben dafür, dass er den Interview gibt. Möchte ich nicht wissen. Wäre doch geil, wenn er so einen YouTube-Kanal jetzt macht und dann macht er so Placements einfach und das spendet er dann an den. Das würde mich nur wütend machen. Ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich, dafür hätte es eine Haftstrafe ohne Bewährung geben sollen. Jahrelang war er sich darüber bewusst, was er anrichtet und hat darauf geschissen. Hauptsache dem... Aber das bringt ja dann dem Typen auch nichts mehr. Ich finde eigentlich, also Haftstrafen macht man ja einerseits zur Abschreckung, aber auch, weil man so die Gesellschaft vor diesen Leuten schützen will oder so. Ich glaube nicht, dass er das nochmal macht, ehrlich gesagt. Außergerichtliche Einigung mit Herrn W. höre ich jetzt gerade. Gibt's auch. Kann sein, ja, aber ich finde, Schmerzensgeld bezahlen ist eigentlich eine bessere Lösung, weil da hat der andere Typ ja auch noch was davon. Natürlich, also die Gemeinde, das ist doch, also ja, gut. Ja, ne? Meine Haftstrafe ist halt, ja, dann ist der da halt drin, aber was bringt das? Also du... Es ist, glaube ich, egal, ob der in den Knast geht. Oder? Ja, du gehst weniger den Ansatz der Büße und vielmehr der bitte... Resozialisierung. Ja, genau. Ja, klar. Ich denke auch bei Haftstrafen, da packst du halt irgendwie so Mörder rein oder Leute, die regelmäßig irgendwen verprügeln oder so. Einfach, wenn man sagt, man hält die von den anderen Leuten weg. Ja. Weil das ist halt gefährlich, wenn du irgendwie so ein... Ja, absolut. Wenn du so einen Typen hast, der sich jedes Wochenende prügeln geht und du lässt den halt einfach draußen rumlaufen, ne, dann leiden halt Leute drunter. Ja. So, aber bei ihm glaube ich jetzt nicht, dass er es nochmal macht. Ihm musst du einfach nur den Stern wegnehmen. Ja, da ist... Problem gelöst. Nein, aber ja, safe. Aber wie gesagt, also das Mindeste, da sind wir, glaube ich, dass der Herr W. da was bekommen sollte. Und da Strafe tätowiert, ne? Einfach Lügner auf die Lügner. Ich habe eine Zappbombe bekommen, dankeschön. Maschallah. Von Garmwupp. Ich weiß nicht, ich bin von Haftstrafen nicht so großer Fan. Ach, der Ehrenmann, der zappt bei mir auch immer rein. Geil. Wie gesagt, Haftstrafe eigentlich nur, wenn das gefährliche Leute sind. Und der, also gut, er war jetzt einmal gefährlich, aber wie gesagt, wenn der jetzt... Stell dir mal vor, Gil Ofarim setzt sich nochmal bei Instagram hin und erzählt die gleiche Geschichte. Er zeigt wieder auf einen Bäcker diesmal. Das wäre, glaube ich, echt das Dümmste, was der wurde hier nicht bedient. Das funktioniert nicht. Ach nein. Maximieren und richtig schön Aufmerksamkeit ergattern. Wie kann man so eiskalt und
bösartig sein. In meinen Augen ist Gil Ofarim ein bösartiger, rücksichtsloser und eiskalter Mensch. Solche Werturteile sollte man wirklich nicht einfach so treffen. Das mache ich auch nicht. Aber wer so bewusst mit dem Leben eines anderen Menschen spielt und es gerne in Kauf nimmt, dass sich die leidtragende Person der eigenen Lüge das Leben nehmen könnte, wegen dem, was man in die Welt gesetzt hat und 2 Jahre lang in allen Medien die Vorwürfe weiter bestärkt, aus dem niedrigen Beweggrund der eigenen Bereicherung, der kann in meinen Augen einfach kein guter Mensch sein. Das geht nicht. Diese 10.000 Euro sind ein absoluter Witz. Es ist schön, dass sie einem guten Zweck zugute kamen. Normalerweise maße ich mir auch überhaupt nicht an, Urteile zu kritisieren. Aber ich glaube, da lehne ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster. Markus W. muss man wirklich lassen, dass er unglaublich gütig ist, eine Entschuldigung, die er nur widerwillig aufgrund seiner Rechtsberatung abgegeben hat, zu akzeptieren. Die Bild hat berichtet, dass die entstandenen Prozesskosten um die 130.000 Euro liegen sollen. Aber naja, es ist die Bild. Und Schmerzensgeld wurde auch noch in den Raum geworfen. Allerdings sind die Angaben so halbgar. Wenn ich was Hand... Bis zu 20.000 Euro Schmerzensgeld von ihm? Ah ja, doch, an den Hotelmanager. Aber das ist jetzt... 35 ist der erst gewesen. Er hat ja eigentlich dann einen Großteil seines Lebens noch vor sich, ne? Richtig. Ja, okay. Bestes finde, bis das Video hier online ist, wird es auf jeden Fall verlinkt. Das Hotel Westin könnte übrigens jetzt auch noch Ansprüche gegen den Trottelmusiker geltend machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und vielleicht berichte ich auch nochmal drüber, wenn euch das interessiert. Guck mal, wir haben jetzt eben das Fazit bekommen. Er ist bösartig und eiskalt und skrupellos und ein richtig hartes Urteil. Nachfolgevideo einfach von Nero Kilo noch schlimmer. Noch schlimmer. Ja. Was hat er noch gemacht, Alter? Du bist noch schlimmer jetzt. Ich habe jetzt noch rausgefunden, er hat auch schon mein Kind gefickt, oder? Er ist zu Just Nero nach Hause gefahren und hat seine Katze geklaut. Da bin ich gespannt, was er. Also noch schlimmer. Ach du Scheiße. Noch schlimmer als eiskalt und bösartig. Ha, er hatte wirklich schon alles gegeben im ersten Teil. Wie gesagt, Meinungsblocker, ne? Das ist super. Ist noch schlimmer, Digga. Er ist der schlimmste von allen. Wie das Ganze weitergeht und vielleicht berichte ich auch nochmal drüber, wenn euch das interessiert. Gemacht. Puh, ich war in dem Video wirklich geladen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ebenso hoffe ich auf eure wunderbare Anwesenheit, wenn ich fauler Sack mich mal wieder dazu entscheide, das nächste Video ins Internet zu brabbeln. Gehabt euch wohl, euer Herr Ofarim ist ein ekliger Lügner-Time. Okay, Herr Ofarim ist ein Lügner-Time. Gut. Heftig. Wir haben 2 Stunden geguckt jetzt. 2 Stunden einfach. Labert man noch mehr als sonst, ne? Du laberst allein schon viel. Also es ist echt heftig, wenn man mit dir ein Video guckt. Du stoppst halt wirklich alle 20 Sekunden. Also du bist die letzte Person auf der Welt, der man vorwürfen konnte, er macht Geld auf anderen Contents nacken. Weil das ist immer, das ist immer Imp-Show. Das ist immer Imp und Just Nero war dabei. Ja. Ja. Aber ich finde das gut. Ja, ich versuche dich auch einzubilden und sag, na und, wie findest du Juden und so? Und dann sagst du, ja, ja. Ja. Manche so. Ja. Same, aber. Ach, heftig, ey. Ich glaube, ich habe noch nie so lange auf ein Video reagiert. Echt nicht? Nein, ich glaube nicht. Aber ist das, na gut, es ist auch was 20 Minuten lang, ist jetzt nicht 5. Und ich. Aber wenn dort auch länger, wenn ich zu zweit bin. Ah, safe. Ah, seid ihr noch frisch, Leute? Was geht ab? Hier die Alerts wieder anmachen. Die können ruhig noch ins Video. Hier, unpause. Na sowas. Ist bei Imp heute eigentlich Stroh rum? Warum liegt hier Stroh rum? Witzig. Ja, gute Frage. Danke sehr. Was kriegen wir da noch? Was sind das immer? Wann kommt das? Das höre ich oft bei dir. Das sind Subs. Ach, Sabos. Frohe Weihnachten dann offiziell Ober. Hast du ein Subgoal oder sowas? Nö, mach ich nie. Dann können wir tanzen, wenn das Subgoal erreicht. Willst du einfach so tanzen? Ja, ich tanze, wenn das Subgoal erreicht wurde. Aber du hast keins, ne? Nee. Na sowas. Ich distanziere mich von allem, was in diesem Gespräch gesagt wird. Wissen wir. Hey, bin neu hier, hab gehört, hier gibt's guten Content. Ja, gibt's. Mein Freund, du bist falsch abgebogen, du bist ja an einer ganz falschen Adresse. Aber gleich gibt's Gaming, ne? Oh, Gaming, ja. Ja, dann lass doch noch ein bisschen zocken, weil ich glaube, wenn wir jetzt noch auf ein Video reagieren, dann dauert das zu lange. Dann sind wir hier noch 1,5 Stunden. Jetzt gibt's die Zugabe, der Soll ist erfüllt. Doch der 7-Stunden-Stream mit Beteiligung anderer war der längste von dir, Jay. Ah, okay, stimmt. Okay, aber da haben wir auch auf ein 3-Stunden-Video reagiert, muss man dazu sagen. Ist das eigentlich auch so ein Gerät? Nein, das brauche ich noch. Spielst du noch ohne? Ja, ich muss mir sowas holen. Das ist aber geil eigentlich. Das ist super geil. Seitdem ich das bei dir gesehen habe, dachte ich mir, sowas brauche ich auch. Du kannst ja jeden Scheiß drauf machen, ne? Du kannst hier, wenn wir in der Szene sind, kannst du hier so einen roten Punkt einblenden. Wozu hast du den nochmal gemacht? Den roten Punkt? Ja, wenn so eine Frau ist und dass man weiß, wo der Ausschnitt ist. Das ist geil. Oder man kann also Knöpfe drücken und dann sagt jemand so,
Du bist so ein Pimmel. Das brauche ich. So war's, ne? Hundertprozentig. Mario Kart, bis ich geprügelt wird, sagt einer. Ja, wir überlegen noch, ob wir Mario Kart zocken oder ob wir Mario World war das andere, ne? Wonder, das neue Mario, ja. Da scheppert die Scheiße. Ganz schön. Ich gehe mal pinkeln und du bedankst dich bei den Subs, okay? Ich bedanke mich. Du kannst ja durchscrollen, wie die heißen oder so. Ich probiere wirklich nicht gebannt zu werden in der Zeit. Oh, ich habe wieder ein Kassenbier geschickt bekommen von. Tobias Such. Jay, hast du Kerzen angezündet? Hab gehört, du magst es immer romantisch. Da hast du recht, Max. Das mag ich tatsächlich. Aber die Freundin von ihm, die ist schon wie verrückt am Kerzen anzünden. Verbannung. Gab es eine Verbannung im Chat? Ja, sowas. Wie lange ist Jada? Überlege Runden interessant, krass Trinkspiel zu machen. Ja, sowas. Hyper 3. Ja, sowas. Im Pünkt gibt es eine Art Verbannung aus der jüdischen Gemeinde? Immerhin hat er hart gelobt. Falls nicht, kennt er Stream Deck. Blauhaare sind halt schon resuprimiert. So Optelo wurde den roten Eier. Verbannung. Impact doch eine Verbannung. Jay, wie kam es dazu, dass du bei ihm zu Hause bist? Ich bin bei mir zu Hause leider rausgeflogen. Ich bin bei mir zu Hause leider rausgeflogen und jetzt schlafe ich die nächsten paar Wochen bei ihm auf der Couch. Und deshalb halt, ne? Ich habe den aufgenommen, weil Weihnachten ist. Ja, richtig, genau. Im Sinne der Gütigkeit hat er mich aufgenommen. Ich bin Jesus. Ja, das sieht zumindest so aus. Ich habe gestern. Ach, herrlich. Ja. So, wollen wir zocken? Ja. Also, Video läuft auch noch. Ich dachte, die Alerts laufen eben durch. Alter, Smirnoff. Oh, ey. Wenn ich dachte, mir hat einer im Chat mal gesagt, dass Smirnoff in den Knast gekommen ist. Jetzt ist der aber wieder da, dann war das ja maximal. Smirnoff. Wenn du jetzt die Aufnahme stoppst, liest du es so direkt hoch? Ja, warum nicht? Weil als du eben weg warst, habe ich noch den Song angemacht, der wird geclaimed. Du musst das Ende. Du musst die letzten 5 Minuten wegklicken. Das ist okay. Die letzten 5 Minuten musst du. Das ist automatisch erkannt und er bietet mir dann ein Segment rausschneiden. Ja, klar. Ja, okay, easy. Absolut, das wird er erkennen. Ich bedanke mich bei allen. Ich mache jetzt aus hier.